dort. Ich muss mal pissen mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Mit dem Superball. Ach, schau. Ich schau. Ja, was, Schlagvogel? Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit. Ich gebe jetzt schön einen Keulen. Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zu Beanstalk Folge 60. Ein kleines Jubiläum, was wir erreicht haben. Und natürlich einen wunderschönen vierten Advent wünsche ich natürlich auch unseren Zuhörern. Ich bin der Flo und ich bin nicht alleine. Ich habe mir heute zwei starke Unterstützer an meine Seite geholt. Die Biene und den Stefan. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, und ich sehe schon hier unsere Themen. Wir haben heute eine richtig geile Sendung vorbereitet. Also wirklich sehr, sehr schöne Themen. Wunderschön. Können sich unsere Zuhörer schon jetzt drauf freuen. Ich werde natürlich nicht verraten, was alles kommt. Das wird jetzt auch keiner denken können. Machen wir jetzt auch Cold Opener oder was wird das? Was? Machen wir jetzt auch Cold Opener oder was? Wir machen jetzt Cold Opener, genau. Jetzt kommt das Intro. Nein. Wir starten aber natürlich mit den Highlights, wie immer. Und gebt mir Highlights. Ja, wir machen heute nämlich Highlights Hardcore Edition. Keiner darf Tiers sagen. Nein. Tiers 2. Das war Tiers 1 war mein Highlight. Die Wiederholung von Tiers 1. Also, bitte was? Ich fange mal an. Ach so. Ja, dann fang an. Ja, schön. Mein Highlight, obwohl es diese Woche nur einmal gelaufen ist und ich die Highlight-Teile eigentlich in den vorherigen Folgen sehe, aber einfach als Honorable Mention, ist das Leisure Suit Larry Let's Play von Simon. Ja. Das ich auch auf Empfehlung von Stefan, vielleicht auch wegen der Bademantel-Folge, angefangen habe zu gucken und mittlerweile auch auf Stand bin, das heißt alle Folgen gesehen habe, und ich finde das ein sehr schönes Let's Play. Point and Click gefällt mir sowieso immer sehr gut und Simon macht auch die Art von Let's Plays und die meisten anderen Let's Plays eigentlich auch sehr gut. Und eins der wenigen Let's Plays, das ich in letzter Zeit gesehen habe, deswegen, ich freue mich. Ja, schön. Ich habe es ja schon die letzte Ausgabe empfohlen und kann dich da nur unterstützen. Das ist ein tolles Let's Play. Ja. Und ein schönes Spiel. Also mir geht es auch so, dass ich auch Point-and-Click-Fan allgemein bin. Hast du denn noch ein anderes Highlight? Achso, ich dachte, Flo will. Nee, dann ist noch ein anderes Highlight. Also erstmal muss ich sagen, Tiers wäre mein Highlight gewesen. Aber dürfen wir ja nicht. Von habe ich mich für einen anderen Punkt entschieden, der aber später auch noch in der Sendung vorkommt. Das wird das Nerdquiz sein, das Eddie geleitet hat mit Gregor, Trant und Fabian als Kandidaten. Das ist doch schon einen späteren Programmpunkt gespoilert hier. Ja, sorry. Schäm dich. Ja, nein, natürlich habe ich auch gesehen, fand ich cool. Kommen wir später nochmal dazu. Und ja, darf ich jetzt einfach nochmal mein Highlight in die Runde. Das ist natürlich jetzt wieder was für alle Freunde des Beanstalk-Bingo. Ich hab's geahnt. Natürlich ist mein Highlight Bundesliga von heute. Also wir nehmen am Donnerstag ausnahmsweise mal auf. Und am Donnerstag, den 20.12. gab es nochmal eine Bundesliga-Folge zu dem Spieltag in der englischen Woche und natürlich zum Halbserienabschluss, kann man eigentlich sagen. Natürlich ist nochmal ein Spieltag jetzt am Wochenende, wenn ihr das hört, am vergangenen oder am gerade aktuellen Wochenende. Aber der wird dann halt nicht mehr besprochen und das ist die letzte Ausgabe Bundesliga dieses Jahr. Und da hat man natürlich auch direkt noch ein bisschen so einen Abschluss gehabt und auch nochmal im letzten Teil nochmal so einen kleinen Rückblick auf die Ereignisse dieser Halbserie und das war einfach nochmal irgendwie ein schöner Abschluss. Ja, wir haben aus persönlichen Gründen besonders die Überraschung der Saison sehr gut gefallen. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber es war auch, glaube ich, das erste Mal, dass unter der Woche Bundesliga kam nach einer englischen Woche, oder? Also es ist zumindest nicht üblich. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Bin ich jetzt gerade nicht Ich wüsste jetzt nicht. Also fand ich auch sehr gut, dass dann, weil der Montag dann die Winterpause oder Weihnachtspause, wie auch immer es nennen will, kommt, dass sie jetzt da diese Folge nochmal eingeschoben haben. Fand ich schön. Genau.
hat mir auch ganz gut gefallen. Biene, was sagst du zur Bundesliga? Ich mag Tobi Escher. Hey! Der war auch dabei. Ja. Für alle Tobi Escher-Fans. Und Tobi Escher ist bestimmt auch im Rocket Beans Supporters Club. Und da soll es jetzt auch gehen, da gibt es nämlich ein paar Neuerungen. ja. Naja, direkte Neuerung ja nicht. Es wurde, war ja alles schon angekündigt, was jetzt so nach und nach eingeführt wird. Es ist eigentlich nichts, genau, aber jetzt gab es ein paar erste, wie soll ich sagen? Schritte. Genau. Ja, genau. Also man hat erstmal, gab es jetzt irgendwie ein digitales Goodie, wie man so schön sagt, für alle Supporters Club Mitglieder irgendwie ein, ich glaube Pizza Connection 2 war so ein Key, auf jeden Fall ein Key. Ja. So. Und Pizza Connection. Ja, habe ich ja gesagt. Ach, hast du? Ich sollte zuhören, was ihr sagt. Ja. Naja, auf jeden Fall, genau, also da gab es jetzt erstmal das erste Mal irgendwie so ein kleines digitales Präsent und es soll, ich weiß gar nicht, was jetzt mit, wir haben Badges aufgeschrieben, die sind ja geplant. Also erstmal hat man eine Badge schon in dem, in der Website selber, gibt es die ja schon, seit Beginn, glaube ich, an. Ja, ich meinte die im Forum. Genau, und es sollen aber im Forum noch Badges kommen und da wurde jetzt ein bisschen mehr oder weniger bestätigt. Dass es dann so ähnlich aussieht, wie es jetzt neuerdings bei den Boden ist. Die haben genau. Ein kleines rotes Symbol unten rechts in der Ecke von ihrem Avatar. Dieses neue runde Logo einfach. Ja, seit 3 oder 4 Tagen, glaube ich. Genau. Und da meinte Doom, glaube ich, nur, es sollte ja wohl klar sein, wohin wir damit wollen oder wieso. Ich hab den Wortlaut jetzt nicht mehr parat. Ist aber ja auch egal. Zumindest kann man dann davon ausgehen, dass auch dieser Supporters Club Badge in ähnlicher Art und Weise dort eingeblendet werden wird. Wenn man es möchte, es soll nämlich weiterhin auf freiwilliger Basis passieren. Also wenn ihr Supporters Club Mitglied seid und sagt, ich will nicht, dass andere Leute das sehen, dann könnt ihr das wahrscheinlich auch ausstellen. Ja, wenn ihr euch nicht damit profilieren wollt. Jetzt das mit dem Profilieren, das habe ich im Forum geschrieben, es ist divers aufgenommen worden. Ich sehe das auch, ja, ich habe es ja versucht im Forum zu erklären, wer da mitgelesen. Der wird das vielleicht verstanden haben, was es gemeint. Es geht gar nicht so um das Profilieren. Es gibt ja auch Leute, die einfach wirklich nur zeigen wollen, hey, ich unterstütze euch und ich stehe auch dazu, dass ich euch unterstütze. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich hatte ein bisschen Gefahr gesehen, dass dann im Forum hin und wieder Diskussionen aufkommen. Ja, du bist Supporter, du bist Supporter, ich bin der bessere Fan und so weiter. Und deswegen bin ich kein Fan von diesen Badges, aber ja, werden jetzt kommen und sehen vielleicht eines Besseren belehrt. Ich bin auch optisch, um ehrlich zu sein, kein Fan von diesen Badges. Also ich glaube, da gewöhnt man sich dran. Ja, kann schon sein, aber ich finde diese Cornerback finde ich ja sowieso jetzt nicht so, dass ich sage, boah, die will ich irgendwo drauf haben, weil ich die so toll finde. Aber ich finde, die sind auch sehr penetrant, dadurch, dass das Ding einfach knallrot ist. Wie es jetzt mit den Supporters Club Badges aussieht, kann ich natürlich noch nicht sagen. Die haben wir noch nicht gesehen. Ja, und die werden sich auf jeden Fall abgrenzen müssen, damit es nicht mit dem Boden verwechselt. Na, vielleicht steht dann einfach klein drunter Supporters Club, wie bei dem Logo auf dem Sender oben links. Ich gehe einfach davon aus, dass die irgendwas einen großen Gelbanteil haben werden, weil dieses Supporters Club Logo ist ja auch gelb. Ja, das stimmt. Und noch eine weitere Neuerung in Sachen Supporters Club gibt's jetzt, nämlich den Werbespot für den Supporters Club. Ja, ich wollte ganz kurz noch zu den Badges was sagen. Ach, schön. Ja. Weil ich nämlich auch, also ich wollte eigentlich da nur noch einwerfen, damit man jetzt auch mal so einen Eindruck bekommt, wie jetzt hier so die Meinungen bei uns sind. Ich glaube, was Stefan gesagt hat, würde ich jetzt auch größtenteils unterschreiben. Also ich finde den Supporters Club an sich eine gute Sache. Ich verstehe, warum man das macht. Und finde ich jetzt nicht schlimm sozusagen, ist eigentlich eine coole Sache, auch die Leute dann nochmal zu belohnen ist vielleicht Quatsch, aber einen Kaufanreiz zu schaffen. Genau, irgendwie einen Kaufanreiz zu schaffen, das ist schon irgendwie eine verständliche und gute Idee. Die Badges selber im Forum bin ich jetzt persönlich kein Fan von und ich würde und werde es auch ausstellen, weil es einfach für mich, wenn es geht,
nix ist. Ich will das gar nicht haben. Ja, wir hatten das ja bei der Ankündigung schon besprochen. Da war, glaube ich, die einhellige Meinung, diese Badges finden wir alle nicht so cool. Ja eben. Ich glaube, das ist hier generell die Beanstalk-Meinung so ein bisschen. Man muss ja aber auch selten einig, aber Badges sind nicht unseres. Man muss ja auch dazu sagen, Mara hat es im Forum ausdrücklich versucht, irgendwie anzugeben, zu trollen. Anderen, der wird dann auch von der Moderation. Also wenn das streng gehandhabt wird. Stefan, ich will dich nicht unterbrechen. Dann versteht man leider nicht. Aber man versteht gerade nichts. Was Stefan sagen wollte, Marc hat schon angekündigt, dass mit diesen Badges nicht getrollt oder ein Streit vom Zaun gebrochen werden soll und dass das dann geahndet wird. Genau das wollte ich sagen. Jetzt hört man dich auch wieder. Ja. Das ist so ein bisschen so Zuhörer Stefan, so ein Übersetzungstool. Ich hoffe, so weit kommt es nicht. Das, ja, sorry auch an die Zuhörer. Ich habe heute Verbindungsprobleme hier und wir haben keinen anderen Termin gefunden. Genau. Ist ja auch nicht so schlimm. Lässt sich aushalten. Ja, du wolltest zum Werbespot was sagen, Ine? Ja, ich glaube, ihr habt den beide schon gesehen. Ja. Der ist angelehnt an den damaligen Supporte uns Werbespot, den es gab, nachdem oder in der Zeit, wann war das? Dezember 2014, Oktober 2014, irgendwie so in dem Dreh, auf alle Fälle bevor es den Sender gab, weil diese Support-Aktion und das eingenommene Geld haben ja dann dazu geführt, dass es den Sender überhaupt gibt. Ja. Und daran ist das so ein bisschen angelehnt, das sind wieder die, also denke ich, es sind wieder die vier Jungs, die auf dem goldenen Tisch sitzen und um Spenden bitten, diesmal mit dem dramatischen Effekt, dass sonst das Licht ausgeht. Ja. Und wie findet ihr denn erstmal den Spot allgemein? Also ich bin schon die ganze Zeit heiß, dazu was zu sagen. Weil eigentlich habe ich nur eine Sache dazu zu sagen. Ich finde, also ich habe den Spot einmal gesehen gestern, also ich glaube, das war an dem Mittwoch dann, also am 19.12. Und ich denke, das war sogar, lass mich zwei Sachen dazu sagen. Also erstmal, glaube ich, war das so von der Position, also von der Platzierung her sehr ungünstig, aber das konnte man, glaube ich, nicht vorhersehen. Weil das, soweit ich das mitbekommen habe, das erste Mal gespielt wurde, aber der Spot kam auf jeden Fall während oder direkt nach der Lootboxen sind geile Aktionen mit Starsky. Und das schwieriges Thema. Das hatte so ein bisschen so einen Geschmack, sag ich mal. Aber okay, aber das war wahrscheinlich nicht beabsichtigt. Und läuft ja auch nach wie vor. Ja, was den Spot selber angeht, ich finde den eigentlich nur extrem, also ich habe mich ein bisschen geschämt. Also ich fand den irgendwie so, der ist so echt weird und ich wollte den eigentlich gar nicht gucken. Der ist eine interessante Mischung aus No Production Value und dann diesem komischen Lichtaus-Effekt, der eigentlich ein bisschen aufwendiger ist. Da geht's ja wer drauf ein, dass eigentlich ein schlechter Gag ist. Im Spot selber sogar. Ja, schon, aber das war mir irgendwie auch zu schwurbelig Meta und wusste nicht genau, wo es hin wollte. Das ist aber gar nicht der Grund, warum ich darüber reden wollte. Aber Stefan, du wolltest was sagen. Ich wollte nur sagen, jetzt gar nicht sagen, mit den allgemeinen. Bisschen lame, kann man machen, aber jetzt ein großer Wurf. Ja, mir war der unangenehm. Ich wollte den eigentlich nicht gucken. Jetzt, wo du sagst, mir war der tatsächlich auch so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Also das war halt, der erste Spot war ja aufrichtig, authentisch im weitesten Sinne und der geht jetzt in eine ganz andere Richtung, hat aber diese Anleihen. Ja, ich habe auch ein Problem mit der Botschaft so ein bisschen, weil da quasi ihr gesagt wird, wenn auch scherzhaft, wenn ihr nicht spendet, geht bei uns das Licht aus. Das in Kombination mit der Tatsache, dass man natürlich möglichst viele Sponsoren auch am Sender haben will, fand ich irgendwie so ein bisschen kritisch. Also ich finde, dieses schlechte Gewissen machen, quasi, also das ist jetzt nicht nur darauf ausgelegt, dass den Leuten schlechtes Gewissen gemacht wird, aber es baut ja schon einen gewissen Druck dann auch auf die Leute. Wie das am Anfang vom Sender war, da haben ja auch immer alle permanent quasi gezittert, geht's jetzt weiter, geht's jetzt nicht weiter. Und ich finde, das braucht's nicht, gerade auch wenn es Leute gibt, die sich das vielleicht nicht leisten können und sich dann dadurch irgendwie genötigt fühlen würden, fände ich das nicht so gut. Ob das durch den Spot wirklich passiert, weiß ich nicht.
denke also, mal eher nicht. Das glaube ich nicht, nee. Nee, ich finde es auch überhaupt nicht. Ich finde die Richtung dieser Botschaft einfach nicht gut, weil ich bin der Meinung, dass eigentlich, also ich hatte eigentlich gedacht, dass man jetzt eher weggeht vom Community Support, weil man ja sagt, ja, man möchte nicht mehr so darauf angewiesen sein und man hat jetzt auch genug Sponsoren, um das finanziell zu tragen. Aber dieser Werbespot, nee, ist nicht so. Das klappt finanziell nicht. Den hätte man den Supporters Club auch gar nicht gemacht. Also das wäre ja Quatsch. Also diese Meta-Message, die sehe ich da drin irgendwie gar nicht. Nee, ich weiß nicht. Es ist so, ja, vielleicht ein verunglückter Kick mit diesem Lichtding und so, aber jetzt, ich würde es nicht zu hoch hängen. Ja, also ich meine, es gab ja auch schon genug andere Spots, wo nach Spenden gefragt wurde, die nicht diesen Kuchen ist gut. Appell. Ja, Kuchen ist gut oder dieses Twitch Prime Abo Werbungsding, wo Budi dann einfach die Leiter hochklettert. Das fand ich schöner. Also ich finde, das braucht's nicht. Ja, deswegen sage ich, ich glaube, dass ich da so messe gar nichts. Das ist vielleicht einfach wirklich ein bisschen unglücklich. Aber ja, ja, da gar also nicht so Gedanken drumherum. Ich hoffe mal schon, dass sie sich Gedanken drumherum machen, wie sie ihre Inhalte aufbauen. Sie sind ja immerhin Ja, aber es ist halt ein Gag und der kann auch mal schief gehen. Auch im Spot. Ja, keine Ahnung. Also es darf ruhig auch mal ein zweiter Spot kommen, der vielleicht ein bisschen anders ist. Ist, glaube ich, so das, worauf wir alle einigen können. Genau, also das würde ich auch sagen. Ich finde den halt nicht so geil. Irgendwie, der ist nicht so, wie gesagt, mir war der ein bisschen unangenehm, weil er so, also gefühlt war der ein bisschen fremdschämig. Aber das kann man auch charmanter machen und haben sie auch in anderen, also schon alleine, ich sag mal hier, wir haben vergessen, den Affiliate-Link zu klicken, ist zum Beispiel einer meiner Lieblingsspots auf Rocket Beans TV, der immer zur Weihnachtszeit, ich glaube letztes Jahr, kam. Und der im Flugzeug, ja. Genau, Eddie alleine sozusagen. Und so, also so in der, wenn man, also das kann man, ich finde, die haben schon manchmal sehr charmante Sachen da gemacht und das, ich glaube, das wird auch, also sie werden hoffentlich wieder bessere Ideen haben für solche Spots. Ja, also aus der Perspektive finde ich ihn halt ein bisschen fehlgeleitet. Ist ja aber nichts, was man nicht mit einem anderen Spot ausbessern kann. Ja. Was auch ausgebessert gehört, wenn jetzt keiner mehr was dazu zu sagen hat, ist das Lieferdatum bei dem Pen & Paper Regelwerk. Das kommt für die meisten Leute nämlich nicht wie angekündigt vor Weihnachten. Ja, das ist sehr schade. Da gab es heute eine News dazu von Steffen. Ich hab's richtig gesagt. Ja, ich war's nicht. Nee, du warst es nicht. Ja. Ich bin auch nicht Steffen. Eben. Ich habe immer eine Tendenz, die Namen Stefan und Steffen zu verwechseln. Aber es war Steffen und das wurde ja auch schon, also es war auch schon bekannt, dass nicht alle Regelwerke versandfertig sind und die irgendwie noch in der Druckerei hängen und insgesamt nur 1400 Regelwerke ausgeliefert werden konnten, jetzt zu dem angekündigten Termin und ein Großteil eben nicht. Ich bin ja von uns, glaube ich, die Einzige, die eins bestellt hat. Ja. Ja. Ich fand das ein bisschen ungünstig gemacht. Also ich musste da jetzt auch bei GetShirts extra nochmal anrufen und das Paket umleiten. Also was heißt umleiten? Das Paket ist ja noch nicht gepackt, aber an eine andere Adresse schicken lassen, weil zu dem anderen Termin das eben dahin nicht mehr gehen kann. Und viele Leute wollten das auch zu Weihnachten verschenken. Deswegen finde ich das ein bisschen schade, dass man da einen Termin angekündigt hat, den man offensichtlich nicht einhalten konnte und das so spät erst kommuniziert. Das ist ja jetzt schon. Am Montag wurde ursprünglich angekündigt, dass die Pakete verschickt werden sollen. Es war wahrscheinlich schon vor Montag abzusehen, dass das nicht klappt. Und jetzt ist Donnerstag. Also ja, ist gut, dass man drüber redet, aber ein bisschen spät, finde ich. Naja, also erstmal, glaube ich, war das schon. Also ich bin jetzt nicht entweder träumig oder ich meine, das wäre vorher bekannt gewesen, nur noch nicht als News gepostet. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass auf Twitter, glaube ich, schon was gepostet wurde am Dienstag oder so. Oder vielleicht sogar schon am Montag, ich bin mir sicher. Hatte nicht sogar Hauke Thiers schon was dazu gesagt, dass es eventuell ein bisschen knapp wird? Ja, gut, bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich finde es auch sehr. Es ist schade für die Leute, natürlich. Aber, ja, ich weiß auch gar nicht,
der Fehler da bei den Bohnen liegt oder in der Druckerei oder bei Götz. Also ich selbst habe auch vor 2 Wochen was bei GetShirts bestellt. Stand dann dabei, Auslieferdatum innerhalb nächster 5 Werktage, heute, also am wirklich, ich weiß gar nicht genau, ob es auf den Tag genau, aber ungefähr 2 Wochen später kam dann, es ist in der Post. Also ja, die scheinen allgemein Stress zu haben vor Weihnachten. Natürlich mit den Tiersregelwerken, die dann so getimt werden sollten, dass sie eben zwischen Tiers und Weihnachten ausgeliefert werden sollen, mehr als unglücklich. Das ich finde, wie gesagt, ich finde erstens, natürlich ist das schade für die Leute, die jetzt irgendwie das unbedingt schon haben wollten. Ich finde aber zumindest, wenn man jetzt sagt, man wollte das verschenken, haben sie eine sehr charmante und einfache Lösung gefunden, dass man eben dann jetzt so einen Gutschein verschenken kann. Und ich habe auch viele Leute schon gelesen dazu, das war, glaube ich, dann auch auf diesem Twitter-Post, die dann gesagt haben, ah, alles klar, gut, das ist natürlich, das ist cool, das geht auch. So, das kann ich auch verschenken, das ist dann in Ordnung. Weil letzten Endes, ich glaube, Rocket Beans TV, wie soll ich sagen, ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie wissentlich, sage ich mal, versprochen haben, dass das vorher kommt, wenn sie, ich glaube nicht, dass sie gewusst haben, dass es nicht einzuhalten ist. Ja, gut, aber wenn es nicht vorsätzlich ist, ist es ja nicht trotzdem schlecht geplant und schlecht gemacht. Ja, aber guck mal, sowas passiert auch bei Amazon, dass regelmäßig Sendungen, die versprochen sind für morgen, nicht morgen kommen, sondern übermorgen oder in 3 Tagen. Also das passiert tatsächlich relativ selten, zumindest bei den Sachen. Ist ja jetzt egal, also was bei Amazon ist. Mir passiert das bei jeder dritten Sendung gefühlt, keine Ahnung. Du wohnst ja auch irgendwo. Amazon in Dresden nicht so gut. Nee, passiert immer dann, wenn ich auf irgendwas dringend warte, aber egal. Lass uns mal über das genau, also ich habe es ja für mich selber gekauft. Es gibt auch Leute, wo ich schon gelesen habe, dass sie geplant hatten, das über Weihnachten oder über Silvester mit irgendwem zu spielen. Das ist natürlich dann extra ärgerlich. Bei mir war es halt ärgerlich wegen der Adressänderung. Aber wenn ich das jetzt verschenken hätte wollen, dann wäre ich schon, also jetzt finde ich es halt einfach schade, dass ich den Mehraufwand hatte. Aber dann wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen sauer gewesen. Und ich finde, dieser Gutschein, das ist nett. Das ist meiner Meinung nach aber eher am geringen Ende der Schadensbegrenzung. Ja, was hättest du dir gewünscht, dass sie dir, weiß nicht, digital das Regelwerk schicken oder keine Ahnung? Nee, weiß ich nicht. Also ich hab's mir ja auch, bei mir ist es ja nicht der Fall, aber ich fänd's dann schon irgendwie doof, wenn ich einem totalen Fan oder was weiß ich, was dann mit so einem selbst ausgedruckten Zettel ankommen würde. Weiß ich, fände ich halt unschön. Ja, aber man kann doch reden. So mache ich nicht gern Geschenke. Du kannst dann sagen, hier, ich wollte dir eigentlich das Tiersregelwerk schenken, so, und ich habe es doch bestellt, aber es gab eben Lieferschwierigkeiten, deswegen kann ich dir jetzt erstmal nur den Gutschein geben. Also, das ist doch dann eigentlich, also ich wüsste nicht, wo das zum Problem werden soll, und ich finde das, also ich, wenn ich jetzt der Beschenkte wäre, fände das irgendwie in keiner Art und Weise schlimmer oder irgendwie schlechter, als wenn ich jetzt irgendwie das Tiersregelwerk direkt bekommen hätte von dir. Ja, weiß ich nicht. Ich fände es als Schenker halt einfach nicht schön. Kann man jetzt nichts dran machen, aber ich finde halt, man hätte da vielleicht warten sollen, bis man die Sachen hat, bis man sie verkauft. Ja, nee, hat in dem Sinne nicht funktioniert, weil es ja eben die große Ankündigung war, dass das direkt Matthias rausgeht, was jetzt halt nicht funktioniert hat, auch immer. Aber dann jetzt erst im Nachhinein zu sagen, ach, das kommt übrigens und das kommt erst dann Weihnachten oder im neuen Jahr oder was auch immer. Weiß nicht, das hätte viel weniger Impact gehabt. Ja, also ich weiß nicht, man hätte es vielleicht ein bisschen anders machen können, ist jetzt blöd gelaufen auf alle Fälle. Aber an der Stelle muss ich sagen, Lob für GetShirts. Ich habe da mit einer sehr netten Dame dann telefoniert und das war auch gar kein Problem, die Adresse dazu zu ändern. Wie lange müssen denn jetzt die Leute eigentlich warten? Wissen wir das? Nee, das ist nicht bekannt. Irgendwann halt, wenn das fertig gedruckt ist. Okay. Wahrscheinlich vor den Leuten, die jetzt vorbestellen, weil ja, das kommt jetzt im März. Genau. Oder wahrscheinlich im März, irgendwie so. Also auch für alle Leute, die es jetzt noch haben wollen, man kann es momentan, glaube ich, noch auf alle Fälle vorbestellen. Und dann bekommt man das halt print to order quasi, oder wie man das sagen würde. Mhm. Das dauert dann aber, das dauert dann bis wahrscheinlich Ende des ersten Quartals 2019, bis das überhaupt ausgeliefert wird. Ich habe es auch verstanden, bis dahin werden die Bestellungen quasi gesammelt und dann haben Stücke. Also fasse ich mal zusammen, es ist halt, wie gesagt, es ist schade für die Leute, die jetzt
vielleicht sehnsüchtig drauf warten. Aber ich glaube im Endeffekt auch kein Beinbruch und ich weiß halt nicht, wer schuldig ist sozusagen. Ich weiß nicht, wer am Ende den Mist, da irgendwo Mist gebaut hat. Und ich sehe es jetzt nicht wirklich als problematisch, dass man das vorher verkauft hat, weil es war ja direkt so eigentlich auch. Also ich finde es nicht als problematisch, aber dann sollte man es halt nicht, wenn man nicht gewährleisten kann, dass es vor Weihnachten da ist, sollte man es nicht explizit als Weihnachtsgeschenk vermarkten. Und es wurde ja auch, ja. Ja, sie ging halt wahrscheinlich aus von, dass es vor Weihnachten was wird. Genau. Ja gut, dann sollte derjenige, der das plant, aber vielleicht einen besseren Einblick daran haben. Ja, das ist halt das Problem, was da war. Ich sag, man weiß ja nicht, wo das Problem sitzt, aber... Also die Druckerei scheint irgendwelche Probleme zu haben. Gadgets ist auf alle Fälle nicht der Flaschenhals. So viel können wir feststellen. Wer da Druckerei, Bohnen, weiß man nicht. Aber Gadgets kann halt nur das ausliefern, was sie auch bekommen haben. Ne? Ja klar, naja. Sei es. Ist, wie gesagt, ist schade. Aber falls ihr auf euer Regelwerk noch länger warten müsst als Anfang Januar, dann habe ich da eine Idee. Da könntet ihr nämlich zum Beispiel am 1. Januar-Wochenende den Jahresabschluss des Beanstalk, beziehungsweise den Jahresrückblick des Beanstalk euch anhören. Den Jahresrückblick für 2018, also für 2019 würde das nicht viel Sinn machen, Anfang Januar, wie ihr wahrscheinlich schon euch einen scharfen Vorstand überlegt habt. Ja, wir wären die Ersten, das stimmt. Aber egal. Nein, auf jeden Fall wollen wir da unseren Live-Jahresrückblick wieder machen. Ich weiß gar nicht, haben wir uns eigentlich schon auf den Tag geeinigt? Freitag, Samstag irgendwie? Bin ich jetzt gerade völlig raus? Nein, wir haben das noch nicht gemacht. Das würden wir noch genauer bekannt geben. Was? Hashtag schamlose Eigenwerbung. Okay, ich wollte gerade sagen, Stefan, du gibst irgendwie so Geräusche von dir. Ich habe das Gefühl, du stirbst, aber... Ich hatte gerade auch ein bisschen Angst um Stefan. Ich hatte gesagt, Hashtag schamlose Eigenwerbung. Nee, das habe ich schon verstanden, nur davor, egal. Ich glaube, das Hashtag war irgendwie ein bisschen sehr paketverlustbehaftet. Kann sein. Naja, ja, auf jeden Fall, 1. Januar-Wochenende, markiert es euch dick im Kalender und haltet euch Freitag und Samstag am besten schon mal vor. So klappt es auf jeden Fall. Wir machen zwei Tage. Wir am machen Stück. Durchgehend 48-Stunden-Stream. Nein, machen wir nicht. Wir spielen wir Tiers rückwärts. Oh, ja, das wurde tatsächlich schon öfter vorgeschlagen. Wir haben auf alle Fälle zumindest einen Gast. Ja, vermutlich auch genau einen Gast. Aber es ist ein sehr toller Gast. Ja, es ist ein sehr, sehr toller Gast. Vielleicht kann man sagen, er war schon zweimal bei uns. Ein bisschen weniger toll. Man kann sagen, er war schon zweimal bei uns. Vielleicht ist das schon Hinweis genug. Gut, also ich gebe GameBuddy genau 5 Minuten, nachdem er die Stelle gehört hat, bis bei uns im Thread steht, wer gemeint ist. Es kommen genau 2 Gäste in Frage und wenn man genau hingehört hat, weiß man dann auch, welcher es ist. Aber egal. Erzähl's doch gleich. Nein, ruhig. Ein bisschen rätseln müssen sie auch noch. Na so. Gut. Und genau, und wo wir schon beim Pen and Paper waren, es gab ja auch noch mal mit Flo, also es gibt ja noch mit Flo und ein Pen and Paper, das ist ja angekündigt, auch für Januar, ich glaube 18. 18. Genau. Und da hat er sich den einen Tag, weiß gerade gar nicht mehr welcher, es war auf jeden Fall, hat er sich live ins Hänge gesetzt und hat an seinem Regelwerk gebastelt und da habe ich mir etwas nachgeholt. Ja, war das Freitag letzte Woche? Freitag, danach ist er zur AEW weiter und danach kam Tiers. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, das hat er ja sogar gesagt daran. Ich hatte es tatsächlich nicht geguckt am Freitag, weil ich arbeiten war, aber habe es dann auch schnellstmöglich nachgeholt, weil mir dann wiederum erzählt wurde, dass das total toll war und ja, ich fand es eigentlich auch ganz cool. Echt? Also, naja, also ich bin mal zu sehen, wie er das macht halt. Ja, ich habe da auch dann mal reingeschaltet. Ich bin ja auch großer Florentin-Fan und ich freue mich auch total auf das Pen and Paper, aber ich muss leider sagen, ich fand das sehr, sehr langweilig. Ja, das ist jetzt das Video jetzt oder das, was er plant? Nein, das Video, also wie er das Ganze zusammenstellt, war jetzt nicht so, fand ich nicht so interessant. Ich sag mal so, wenn ich mich jetzt da hingesetzt hätte und das auf meinen Hauptbildschirm geballert hätte und gesagt hätte, ich gucke jetzt konzentriert diese Hanging-Session, okay, dann wäre ich eventuell eingeschlafen. Aber ich habe das ja mehr oder weniger so als Second-Screen-Content konsumiert. Ja. Und da war es sehr schön eigentlich. Okay. Also ich fand es auch interessant, einfach mal den Prozess zu sehen, wie er das macht. Ich muss aber auch sagen, so als einzige Unterhaltung ist das nicht so. Das ist vielleicht eher so was Podcast-mäßiges, wenn man sich als Aufzeichnung anguckt, wo man nebenbei noch irgendwie Haushalt macht oder so. Ja, das sieht man. Genau. Man muss ja die Werte dann auch sehen, damit man es zu Augen hat, finde ich.
Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe währenddessen gekocht, während ich mir das angehört habe. Also das ging schon. Ich fand es jetzt aber auch nicht, also für mich hatte es nicht die große Relevanz und ich habe da nicht so stark mitgedacht. Zwischendrin habe ich halt mal auf den Bildschirm geguckt, aber... Was ich cool finde, ist, dass es einfach mal so wieder mal Hangy-Content war. Ja. Kein Spiel, keine Laberei von Booty, kein Basteln mit René, sondern einfach mal wieder was komplett anderes, was dann einfach mal live gemacht wurde. Ja. Na gut. Jetzt wollte ich, hatte das in den Plan geschrieben, ich habe das ja vorhin auch gesehen kurz. Ich wollte eigentlich noch was sagen zu der Weihnachtsausgabe von Game 2. Dann fiel mir aber auf, die ist ja schon gelaufen, wenn die Folge, also wenn ihr das hier hört, ist die ja schon vorbei. Richtig. Das ist ja verrückt. Aber man kann ja sagen, okay, Game 2, ihr wisst Bescheid, da gab es eine geile Weihnachtsausgabe. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die ganz geil wird. Und aber das ist ja nicht das Einzige, was jetzt quasi in der Weihnachtsfreizeit oder sage ich mal, oder in der Zeit zwischen, ja, auch zwischen den Jahren, aber auch zu Weihnachten, was jetzt auf dem Sender läuft. Was haben wir denn da noch? Willst du das jetzt alles vorgelesen bekommen? Nein. Aber wir können ja mal vielleicht ein bisschen drauf vorbereiten, also quasi ein bisschen drauf eingehen, worauf wir uns jetzt selber vielleicht so ein bisschen. Ja. Also, man kann ja erstmal so zu Beginn sagen, es wurde von Lisa, glaube ich, im Forum gepostet, dass jetzt in der Weihnachtspause eben jeden, glaube ich, ich glaube, 19 oder 20 Uhr, weiß ich jetzt gar nicht hundertprozentig, ach, unterschiedlich, ja, auf jeden Fall immer abends quasi ein großes neues auf dem Sender laufen wird. Genau. Beziehungsweise nicht immer abends, aber fast immer abends. Ach, laufen auch mittags? Ich dachte, es wäre immer abends. Nein, es gibt ein Moin Moin. Ach ja, okay. Am Montag, egal. Genau, am Weihnachten. Also meine persönlichen Highlights, sage ich jetzt mal, die ich so hier auf den ersten Blick sehe, muss ich sagen, sind auf jeden Fall, es wird zwei Spezialausgaben Kino Plus geben, unter anderem einen Jahresrückblick mit Steven Gätchen, auf den ich mich jetzt schon freue. Und eine neue Folge Breaking Bad, an der, soweit ich das im Blog-Eintrag diese Woche irgendwann mal gelesen habe, ja, der gute Trant auch schon arbeitet. Okay, gut, ist es nicht überraschend, dass er jetzt schon dran arbeitet, aber... Ja, dann soll ich den Satz machen. Ja, eben. Aber trotzdem möchte ich es mal erwähnt haben. Das ist natürlich eine coole Sache. Ja, da kommt Breaking Bad und der Future Club an dem Tag. Also, und weil ich es gerade... Genau, ich hatte ja das Moin Moin erwähnt. Am 24. gibt es ein Moin Moin mit Krogi und Wolfgang M. Schmidt. Das ist komplett verrückt. Ja, also das ist ja quasi Gegensätze ja. hoch 10. Das wird bestimmt wunderschön. Ja. Ich bin gespannt, was die da machen. Also generell, aber vielleicht, um mal wirklich drauf einzugehen, wie finden wir denn überhaupt generell jetzt, sag ich mal, das Weihnachtsprogramm? Also, bisschen mager. Du findest es mager, okay. Also es sind gute Sachen dabei, so will ich es gar nicht sagen. Mhm. Aber es gibt jetzt keine Jahresrückblicksendung für den Sender allgemein. Es gibt einen Plauschangriff. Jahresrückblick. Den macht Gregor aber, glaube ich, seit jeher. Genau, da lief auch der erste Teil schon letzte Woche, glaube ich. Ja. Also ist das dann auch, ist das bohnenspezifisch oder ist das spielespezifisch? Ja, ja. Spiele. Also es geht um den Spielerückblick. Ja, also machen sie eigentlich jedes Jahr, glaube ich. Ne? Ja. Dann möchte ich mich beschweren, dass es keinen Rocket Teams Jahresrückblick gibt. Hiermit. Das stimmt, das fällt mir auch jetzt erst auf. Aber ja, ist tatsächlich... Ja, da habe ich nämlich als erstes nachgeguckt, sei es dieses Menschenbohnen-Emotionen oder sowas. Oder dieser Jahresrückblick, der so gemacht war, wie die 10 oder wie diese allgemeinen Clipshows, wo der Promi da sitzt. Das war ja, glaube ich, letztes Jahr, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Genau, und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag läuft gar nichts Neues. Ja, ich habe das Gefühl, das war in der Vergangenheit auch schon mal mehr und mehr Vielfalt. Was jetzt nicht heißt, dass die Sachen, die kommen, irgendwie schlecht sind, nur mir fehlen da halt ein paar Sachen. Also ich bin tatsächlich total unsicher, ob da in den letzten Jahren mehr lief, aber ich bin relativ sicher, dass am 26. und 25. definitiv auch nie was lief. Ja, aber warum nicht? Das ist wie Wochenende. Das ist halt einfach so. Okay. Keine Ahnung, ich habe das vielleicht hauen mir unsere Zuhörer das jetzt um die Ohren und sagen, ja, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Letztes Jahr Game Buddy kommt dann und sagt, ja, letztes Jahr. beim letzten Jahr bin ich mir auch sehr sicher, dass da nicht mehr lief. Ja. 2 Jahren lief, glaube ich, mehr. Da war das doch auch, wo verschiedene Boden so quasi anderthalb Stunden so ihr eigenes Ding machen konnten. Da ist doch Gregor durch Hamburg gefahren und hat Geschichte erzählt.
Das war schon vor 2 Jahren gewesen. Ja, das also war aber schön. Ja, fand also letztes Jahr war es schon ähnlich wie dieser, ähnlich wie Flo, eventuell ein bisschen weniger, aber die Dinge, die kommen, werde ich mir alle, wenn ich live, dann sehr zeitnah anschauen. Vielleicht noch eine kleine Empfehlung, weil es mir gerade einfällt, falls ihr das noch nicht gesehen habt und euch, sage ich mal, ein bisschen der Content ausgeht zwischen den Jahren, dann würde ich auf jeden Fall mal anraten, auf dem Game2-Kanal sich den Weihnachtskalender, die einzelnen Türchen anzugucken. Das ist immer so 2 bis 5 Minuten lang, wo die Leute von ihrem Lieblingsspiel erzählen. Fand ich persönlich sehr gut. Ja, das könnt ihr ja machen. Und wenn ihr damit fertig seid, müsst ihr dann halt Sissi oder was gucken. Irgend so ein Weihnachtsfilm halt. Ja, oder unseren Jahresabschluss vom letzten Jahr nochmal nachhören. Bla, wie heißt das noch gleich? 3 Haselnüsse. Für Aschenbrödel. Für Aschenbrödel, genau. Irgendwie so. Das ist ja immer so dieser klassische, was immer jeder guckt, irgendwie, keine Ahnung. Und stirb langsam. 10-mal Dinner for One. Der Dinner for One ist ja dann erst Silvester, aber das fällt natürlich auch noch in die Zeit. Egal. Wir haben genügend über Weihnachtsprogramm und Betriebsferien gesprochen jetzt. Wenn ihr was darüber wissen wollt, müsst ihr Medienkuh zu Weihnachten hören. Dann lesen die alles vor, was Weihnachten läuft. Genau. Aber es gibt keine, wir sind doch die Medienkuh für Rocket Beans TV, oder nicht? Ja, wenn du einer von euch Körber oder Hammes? Also ein K haben wir mit Nachnamen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. U, aber wir haben kein H. Nein, das U ist für das Und. Ja, ich weiß. Doch, wir haben ein H, aber das H ist nie oder selten zu hören. Egal. Ja. Genau, kommen wir jetzt mal wirklich zu den Reviews und Previews, weil dafür hören uns die Leute ja zu und nicht für den ganzen Bullshit, den wir ja die ganze Zeit labern. Was? Ich dachte, wir wären ein Personality-Podcast. Moment, wer von uns hier hat eine Personality? Ach so, ich mag das. Ach so. Ja, komm, lass uns schnell weiter. Ihr verwirrt mich Personality genug. Reden, nämlich Etienne Gardy. Entschuldigung, ich bin gegen mein Mikro gekommen. Ich habe nichts mitbekommen. Ich auch gut, nicht. Dann ist ja gut, dann hilft wenigstens die Spinne. Also Etienne Gardy. Ja. Der kann vieles, unter anderem auch Nerdquiz moderieren. Ja, stimmt, das hat er früher schon gemacht. Ja, und jetzt hat er es wieder gemacht. Mhm. Und zwar beim Staffelfinale vom Nerdquiz ohne Staffelsieger, weil wir haben ja nicht Turnierbaum gespielt, sondern nur einzelne Folgen. Mhm. Und da waren zu Gast Gregor selbst, Trant und Fabian Käufer. Ja. Genau. Wie fandet ihr das denn so? Ja, sehr gut. Ich habe das Highlight gewählt. Mir auch sehr positiv aufgefallen. Also erstmal die 3 Gäste oder Mitspieler sind sowieso immer sehr unterhaltsam bei Nerdquiz. Und die Fragenauswahl, ich weiß jetzt nicht, ob Eddie das dann alleine gemacht hat, weil Gregor macht es ja mehr oder weniger alleine bei seinen Ausgaben. Aber ich finde die sehr gut, auch so vom Spiel gerade sehr ansprechend. Also nicht zu schwer, leicht. Die Fragen haben mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja. Also dem würde ich mich jetzt 100%ig anschließen. Ich fand das auch sehr unterhaltsam, sehr gut gemacht von Ede. Also man hat schon gemerkt, er hat ein bisschen kleinere Schwierigkeiten gehabt, einfach da mal wieder so reinzukommen. Und vor allen Dingen, ja klar, ich meine, Gregor hat natürlich viel mehr Übung. Ja, ja, Gregor hat dann ja auch bei den Regeln hin und geholfen. Ja, genau. Aber ansonsten, aber trotzdem, also war eine gute Runde und ein bisschen tat es mir leid natürlich für Ede, dass Andi Strauß nicht sozusagen unter den Kandidaten war. Da hat er seine Rache nicht bekommen, sozusagen. Aber ich glaube, es hat ihm auch ganz viel Spaß gemacht, nachdem er ja vorher, als er selber Kandidat war, auch bewiesen hat, dass er sehr sympathisch sein kann. Ja, ich denke auch. Klare Cook-Empfehlung von uns. Ja. Ja. Ich glaube, Nerdquiz sowieso, die ganze Staffel war wieder. Genau. Also, hatte wieder einige Highlights und. Ja. Ja. Wenn Max jetzt hier wäre, würde er vermutlich monieren, dass es keinen Gewinner gibt in dieser Staffel. Aber er hat nicht da. Er ist nicht da, aber ich erinnere mich dran, Beginn dieser Staffel gesagt hat, er findet es mittlerweile gar nicht mehr so schlimm, dass es ein. K.O.-System oder Gewinnersystem gibt. Man ist es gewöhnt, aber ich glaube, dass Max trotzdem noch ein bisschen stört und bei mir ist es genauso eigentlich, dass ich auch sage, schöner ist es, wenn es auch ein Finale gibt. Es erhöht halt die Fallhöhe.
Aber es erinnert halt natürlich, aber das ändert nichts an diesen Spezialfolgen, wie es jetzt ja auch die mit Ede ist. Das, die, sie sind ja immer, die laufen ja immer außerhalb der Konkurrenz. Genau. Von daher war das jetzt nicht unbedingt, meiner Meinung nach, nicht unbedingt ein Anlass, um das großartig zu kritisieren. Ja. Gut. Es gibt aber noch eine andere Quizshow, die jetzt in letzter Zeit noch zweimal lief, nämlich Endgegner. Und da gab es auch sogar ein paar kleinere Änderungen im Vergleich zu der ersten Pilotfolge. Worum ging es nochmal in der Pilotfolge? Ich glaube Kino, ne? Da war es, glaube ich. Ja, da war es Schritt. Ja. Genau. Und jetzt hat man quasi noch eine Fußballfolge mit Tobi Escher als Endgegner und eine Nintendo-Folge mit Fabian als Endgegner. Ich sehe hier in meinem Plan, dass das Stefan gesehen hat. Hey Stefan, was sagst du dazu? ja, also die Änderung haben mir eigentlich gut gefallen. Also es sind jetzt 5 Fragen statt 10. Ja. Und das war die offensichtlichste Änderung. Und die Fragen an sich wurden geändert. Also die Form, in der die Aussagen vorgestellt werden, wurde irgendwie geändert. Das fand ich ein bisschen ungünstig, weil ich fand zumindest bei der Fußballfolge zu offensichtlich, wonach gefragt wurde. Ja, das war also da hätte man auch direkt einfach stellen können. Ja, fand also das fand du einfach den Fehler zu finden. Das ist Nummer 1. Nummer 2, ja. Was ich kritisieren würde an der Fußballfolge im Speziellen, ist, dass hier, ich sag mal, 90%, wenn nicht sogar 95% der Fälle Anekdotenwissen gefragt war. Und, ja, das auch. Das ist natürlich was, du kannst natürlich Tobi Escher als Fußballexperten da hinsetzen und dann quasi als Endgegner, er hat sicherlich seine Relevanz. Aber ich glaube, gerade im Bereich Anekdotenwissen sind ihm vermutlich sogar Nils und vielleicht auch Ede sogar voraus. Ja. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwierig und entsprechend war auch sein Abschneiden sozusagen in dieser Folge. Es ist ja auch das allgemeine System, das wurde ja auch im Forum größer diskutiert, gerade nach der Fußballfolge, dass man eben einfach bassern kann, ohne irgendwas verlieren zu können. Das ist sehr ungut. An dem Modus selber, genau, würde ich auch kritisieren, erstmal buzzern ohne Strafe ist schon ein bisschen schwierig. Und zum Zweiten, das Schlimmste, das war ja noch schlimmer, dass dann sozusagen, ich, wie gesagt, in der Nintendo-Folge bin ich jetzt, glaube ich, jetzt gar nicht so präsent. Ich habe die auch gesehen, aber ich weiß es gerade nicht, wie es da war. Aber zumindest in der Da waren die Kandidaten sehr viel disziplinierter. Ja, in der Fußballfolge ist es extrem aufgefallen, dass zum Beispiel Ede einmal gebuzzert hat und anschließend erstmal noch sich die Zeit genommen hat, die komplette Frage, die vor ihm stand, auf dem Bildschirm durchzulesen. Also er hat quasi eigentlich am Anfang der Frage gebuzzert, bevor überhaupt irgendjemand wusste, worum es geht. Und Tobi hat halt nicht gebuzzert, weil er nicht wusste, dass er sofort am Anfang buzzern kann, anschließend noch Zeit hat, die Frage zu lesen. Ja. Und ja, Ede hat sich halt die Frage dann noch durchgelesen und dann beantwortet, oder die Aussage. Und das ist natürlich schwierig, weil du irgendwie... schwierig, das ist konzeptionell halt einfach ein Fehler. Ja, dann geht es halt nur darum... der am schnellsten auf seinen Knopf drücken kann und dann halt sich die Zeit nimmt, die Frage zu lesen. Also gibt es da keinen Timer, das ist ein bisschen ungünstig. Timer braucht man nicht unbedingt, aber dann halt die Frage nicht einblenden für die Mitspieler. Genau, wenn du drückst, dann ist es... Beziehungsweise halt Andreas hat es ja auch jedes Mal noch zu Ende vorgelesen. Also es ist nicht so, dass sie da stand, sondern das war auch ganz bewusst, dass er noch zu Ende liest. Also ich weiß nicht, was sich dabei gedacht wurde, wahrscheinlich... recht wenig. Also wie bei Blamieren oder Kassieren dann? Hä? Ja, sollte man es machen. Genau, das wäre so, besser. Achso, so sollte man es machen. Ja, das ist richtig. Ja. Genau, und es gab auch noch eine kontroverse Frage irgendwie, glaube ich, mit englischer Meister. Da hat man auch fast, das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum es überhaupt Diskussion stand, weil jeder hat ja eine Antwort gegeben, die aus meiner Sicht sozusagen zu 100% falsch war. Nein, war es nicht. Also jetzt ging irgendwie darum, dass vor Chelsea Leicester City Meister war. Das war die Aussage. Nee. Und doch. Warte mal. Nee, hieß es nicht, der aktuelle Meister ist. Ah doch. Amtierender Meister ist Chelsea City und davor. Ja, so heißt es, oder so war, glaube ich, die Frage. Ja, und, aber Eddie sagt es, gut, er hat sich sowieso da sehr lange um heißen Brei rumgeredet, aber dann im Endeffekt hat er, glaube ich, auch gesagt, wenn man das Ganze aus der Situation von der letzten Saison sieht, die Aussage richtig. Ja, das heißt, das ist richtig. Er hat aber allein durch durch das, was er zwischenzeitlich noch gesagt hat, schon gezeigt, dass er das nicht gemeint hat. Ja, klar. Dass er sich da durchwieseln kann und dann auch noch Recht bekommt,
sehr. Nee, er hat ja, glaube ich, gar keinen Punkt bekommen, aber trotzdem war es so, dass es dann irgendwie diskutiert wurde, was ich nicht ganz verstanden habe. Ich dachte, er hätte sogar den Punkt bekommen. Auf jeden Fall haben sie es so Tobi den Punkt weggenommen. Weil er hat nämlich dann, er durfte ja auch nicht mehr korrigieren. Genau, stimmt. Ja. Tobi hat man ja nicht mehr korrigieren lassen. Ja. Er hatte, glaube ich, zwischenzeitlich irgendwas gesagt, weil irgendwie Nils hatte den Satz angefangen, ja, letzte Saison der Meister war ja, oder irgendwie so, und dann hat Ede gesagt, Manchester United, so, und dann war, okay. Ja, das war ja komplett falsch, ja. Keine Ahnung, was eigentlich. Ja. Aber egal. Ja, so kontroverse Fragen gab es ja auch in der Nintendo-Folge. Der Gregor auch zwei oder dreimal gesagt, die in der Aussage falsch war. Stefans Internet mal einen Moment. Oh. Liebe Nicht-Fußball-Fans, ihr könnt jetzt wieder aufwachen, sie haben aufgehört. Ich habe über Nintendo geredet. Ja, aber mit Bundesliga. Danach ja. War es ein bisschen schwierig. Ich hatte gesagt, dass in der Nintendo-Folge Gregor auch zweimal oder drei sogar Fragen, also Fehler in den Aussagen gefunden hat, korrigiert hat, wo sich dann aber im Nachhinein herausgestellt hat, dass nach denen gar nicht gefragt wurde. Also da passt in der Konzeption irgendwas nicht. Oder man muss eben alle Fehler, wenn man die richtig verbessert. Ja. Also da war quasi mehr als ein Fehler. Nee, sowas nicht. Da war es so, dass man mehrere Möglichkeiten hatte, das zu korrigieren. Also du kannst ja irgendwie sagen, was weiß ich, der aktuelle Bundeskanzler ist Horst Seehofer. Und dann kannst du entweder korrigieren Bundeskanzler oder halt Horst Seehofer. Ach so, ja. Na gut. Das ist aber wahrscheinlich auch schwierig, das im Vorhinein alles selber durchzudenken. Ja, eben, deswegen. Da bräuchte man vielleicht mehr Augenprinzip aber noch. Das zählen müsste eigentlich. Weil du hast, also musst die Aussage ja eigentlich nur richtig machen. Eben, also beides zählen lassen im Fall. Also im Fall Horst Seehofer, dann Angela Merkel oder Innenminister als Erheblich. Gregor hat dann immer gebuzzert und hat die zweite Variante korrigiert sozusagen, oder beziehungsweise die erste, je nachdem, wie rum man es jetzt sieht. Und hat dann quasi den Punkt nicht bekommen, weil eigentlich nach dem Namen gefragt war und nicht nach der Position oder so, wenn man jetzt diese Beispielfrage nimmt. Ja. Okay, das hört sich ein bisschen unfair an. Da sollte man vielleicht nochmal drauf rumdenken, wie man das fairer gestalten kann. Ja. Ja. Okay, aber ich glaube, der Großteil der Kritik ist auch im Forum nachzulesen. Und ich fand es wichtig, dass wir das auch nochmal ein bisschen aufdröseln. Aber ja. Würde ich sagen, gehen wir trotzdem weiter zum nächsten Thema. Ganz kurz noch, ich wollte noch sagen, mir hat das von der Produktion her war viel besser gefallen als die erste Folge. Es ist viel unhektischer geschnitten und mit also 15 statt 10 Fragen gefällt mir auch besser. Es ist im richtigen Weg. Das stimmt. Ja, also was das angeht, ist es deutlich besser gewesen als die Pilotfolge. Ja, wo wir gerade bei Kritik im Forum sind, ich überfall euch mal so ein bisschen. Vorhin habt ihr was genannt, damit kann ich nichts anfangen. Was war denn das mit dieser Lootbox-Geschichte bei Denton? Oh Gott, also das wollte ich eigentlich gar nicht großartig thematisieren, weil das Thema für mich nicht so wichtig ist, aber zu tot diskutiert wurde in allen möglichen Ecken des Forums. Ach. Aber zumindest ist es so, dass der gute Denzel in einer Hangi-Session hat er sich halt gedacht, Mensch geil, ich setze mich hier hin und öffne World of Tanks Lootboxen. Und das Ganze mache ich dann irgendwie 40 Minuten lang mit, ich glaube, insgesamt 120 Euro oder so, die investiert wurden, oder 105 oder irgendwie so. Also er hat selber 40 Euro investiert und hat dann nochmal von einem Zuschauer einmal Lootboxen im Wert von 40 Euro geschenkt bekommen und anschließend nochmal im Wert von 25 Euro. Und hat halt dann da gesessen und sich halt entweder gefreut oder geärgert, was da drin ist. Und fand der ein oder andere Zuschauer halt nicht so angebracht. Was ich durchaus nachvollziehen kann. Hätten wir das auch geklärt. Aber gut. Wie gesagt, das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht diskutieren, weil es einfach im Forum auch. Also guckt einfach ins Forum, es gibt so viele Diskussionen dazu schon von. Ja, das Thema kann man auch auf so vielen Ebenen diskutieren. Was brauchen wir hier nicht aufzumachen? Mich hat es nur inhaltlich interessiert und der ein oder andere Zuhörer hat es vielleicht auch nicht gewusst, worum es da jetzt genau ging. Ja. Es ist ja nun oft so, dass zum Jahresende immer so ein paar Awards verliehen werden. Das haben sie sich jetzt die Boden auch mal irgendwie zu eigen gemacht. Zum einen Bundesliga, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Und zum anderen haben sie jetzt die Game Talk Awards verliehen diese Woche. War das Montag? Ich glaube, das war Montag, direkt nach Bundesliga, überraschenderweise. Ja, und, müsste Montag gewesen sein. Genau. Und
Ja, da wurden die Golden Boys verliehen. Und ich habe das noch mit reingeschrieben, weil ich wollte das mal so ein bisschen zum Anlass nehmen, so vielleicht auch mal allgemein über Game Talk zu sprechen, was ja jetzt aus dieser ganzen Reboot Game Plus Schiene am Ende irgendwann mal so entstanden ist. Und also erstmal natürlich die Sendung selber, die Game Talk Awards, fand ich persönlich sehr unterhaltsam. War ganz cool gemacht, weil es ja auch von den Zuschauern gewotet wurde. Also es wurde quasi den Nominierten vorgestellt und die Zuschauer durften dann voten. Und dadurch war es natürlich auch eine coole Möglichkeit der Interaktion. Und auch ganz gut moderiert von den dreien oder irgendwie begleitet von den dreien. Das waren in dem Fall Ilias, Sandro und Wirt. Und dann hat sich zwischenzeitlich, das war eigentlich fast der beste Moment, hat sich Gregor auch nochmal mit dazu gesetzt, der nebenbei noch seinen Plauschangriff aufgezeichnet hat. Also das fand ich auf jeden Fall, also mindestens mal die Stelle mit Gregor, das müsste der Kappa, ich glaube der Kappa des, Quatsch, der Ehren-Goldenboy, den haben sie verliehen, als er dabei war. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken, hat Humorpotenzial. Und so ganz allgemein zu Game Talk wollte ich da mal einfach ein Lob da lassen und sagen, ich finde, es ist einfach eine gute, ruhige Sendung geworden, die sie jetzt daraus gemacht haben und auch völlig ohne Zwang, das jetzt jede Woche irgendwie zu machen, sondern es kommt einfach, wenn sie wieder was zu bereden haben. Und ich finde, das ist einfach der richtige Weg und man hat jetzt einfach da, also nicht großartig dann irgendwie in einem krassen Studio oder sonst irgendwas, sondern einfach bloß 3-4 Leute, die sich hinsetzen und über das wichtige Thema sprechen, was sie sich halt rausgesucht haben. Ja, das finde ich auch so. Ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Gamer, aber ich schaue es immer mal wieder an, wenn es kommt und mich eventuell das Spiel da doch interessiert oder sonst irgendwie nichts tun, beilaufen. Also da guten gefunden intern, wie sie das Ganze, diese Sendung an. Einen guten Weg hat man gefunden? Ja, genau. Moderationstechnisch, dass die oder vier, je nachdem wer dabei ist, harmonieren. Das Internet sucht noch nach dem guten Weg. Es war ja, nicht so harmonisch. Jetzt beim zweiten Mal war es jetzt auf jeden Fall gut. Ja. Die Award-Verleihung, da habe ich nur die erste halbe Stunde oder so gesehen, also da kann ich nicht so viel dazu sagen. Ja, also ich muss auch sagen, um das vielleicht gleich noch mal ein bisschen quasi wieder zu entschärfen, ich habe tatsächlich auch den Großteil habe ich live gesehen und habe dann aber auch irgendwann ausgemacht, weil ich, was soll ich sagen, ich habe halt gezockt mit ein paar anderen Leuten. Und habe dann mir später sozusagen das noch als VOD angeguckt und ich muss schon sagen, also live ist es auf jeden Fall, hat es auf jeden Fall viel mehr Bock gemacht, als es dann am Ende quasi nicht live war. Aber trotzdem finde ich, so ein, zwei Stellen sind auf jeden Fall sehenswert und gerade ganz am Ende hat man nochmal so ein In Memoriam oder wie das heißt, machen sie doch auch, glaube ich, immer bei den Oscars. Wo man nochmal so ein bisschen den von uns gegangenen Studios gedenkt. Und, ach, den Studios. Ja, genau. Und das war auch. Also Telltale. Ja, es gab Telltale und noch eine andere, ich weiß nicht mehr, egal. Und Reboot hat man da noch mit drin. Angenommen. Das fand ich auch ganz nett. Irgendwie war eine nette Idee. Und wie gesagt, also kann man mal gucken. Und generell Game Talk, finde ich, ist auf einem guten Weg. Und genau. Ich habe dann noch vorhin noch mal was spontan in Plan geschrieben. Das ist eigentlich auch mehr oder weniger nur eine Empfehlung. Es hätte eigentlich vielleicht viel besser in den News-Bereich gepasst, fällt mir gerade auf. Ich hatte noch gefragt, ob wir noch was umstellen wollen. Wobei es nicht ganz stimmt. Also es ist ja keine News mehr. Es ist ja schon gelaufen. Es ist ja schon irgendwie ein Review. Erzähl's doch einfach. Genau. Es gab den einen Tag, ich bin leider schon wieder raus, an welchem Tag das überhaupt war, Mixed Reality mit Krogi, Beat Saber VR. Das war, glaube ich, nicht nur mit Krogi, aber ich fand einfach, das habe ich deswegen mit reingeschrieben, weil ich fand, ich habe das gar nicht komplett gesehen, aber das war so dermaßen irgendwie beeindruckend, wie das aussah, als sehr gute oder beziehungsweise einfach eine sehr interessante Arbeit, die man damit gemacht hat. Also wenn man sich überlegt, das ist ja eigentlich nur ein ganz normales VR-Spiel, man hat es halt praktisch so gemacht, dass die Perspektive, ich kann es gar nicht, ich weiß gar nicht, was die gemacht haben. Auf jeden Fall sah es eigentlich aus, dass du Krogi gesehen hast, also ich habe nur den Teil mit Krogi gesehen halt am Ende, dass du Krogi gesehen hast, wie er quasi da in diesem Set steht oder wahrscheinlich irgendwo im Greenscreen und dann hast du halt das Spiel gesehen, also auf dem Greenscreen lief halt das Spiel und er hat halt da mit seinen Schwertern diese Blöcke zerschnitten, so wie es halt bei Beat Saber ist
Und aber eben aus dieser Third-Person-Perspektive, und das sah einfach extrem beeindruckend aus, und ich glaube, da ist eine Menge Arbeit reingeflossen, das so hinzukriegen. Da wurde auch ein Ausschnitt, also ich nehme an, es war ein Ausschnitt davon nach dem ersten oder während dem ersten Teil von Tears irgendwann in der Werbung gezeigt, wo dann Dungeons und Swaggons, also das Pen and Paper Theme einfach gespielt hat quasi. Das kann schon sein, ja. Das wurde, glaube ich, auch von einem Community-Mitglied eingespeist in das Spiel. Krogi hatte da ja auch in einem Thread nach Leuten gesucht, die Bock haben, verschiedene Titel da einzuspielen oder einzuprogrammieren. Also das war wirklich so, als ich das gesehen habe, also ich war echt überrascht, dass das vor allen Dingen auch gar nicht, also ich hätte gedacht, dass das einfach so vom Spiel angeboten wird, so dass das halt einfach irgendwo so einen Modus gibt und dann musst du halt irgendwo, weiß ich nicht genau, wie man das dann machen würde, dass du dann irgendwie den Kamerawinkel dort mit eingeben musst oder was auch immer und dann kriegst du das irgendwie hin oder dann kriegst du die Perspektive mit raus oder so. Aber das, ich weiß nicht, das müssen die alles irgendwie manuell gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und das fand ich einfach mega beeindruckend. It's magic. It's magic. It's magic, genau. Wahrscheinlich ist es am Ende gar nicht so schwer, wie ich mir das vorstelle. Auf jeden Fall fand ich das. Aber wirklich, also Respect, F sozusagen, wie der Chat sagen würde. Genau. Ja, dann kommen wir doch mal zum Elefanten im Raum. Ja, ich habe. Hast du mich gerade dick genannt? Ja, Stefan. Ich habe noch eine heiße Korrektur, auch zum Thema Tears, allerdings zum Regelwerk. Ja. Und zwar hat Dennis H. sich aus dem Urlaub, guter Mann, gemeldet und noch ein paar Sachen klargestellt bezüglich der Lieferengpässe. Unter anderem, dass der Grund war, dass man letzte Korrekturen gemacht hat und so der Start der Produktion von einem Freitag auf einen Montag verschoben wurde und deswegen das hinten raus knapp wurde. Ja. Und dass man explizit nie eine Lieferzeit vor Weihnachten garantiert hat. Allerdings schreibt er weiter unten, für die ersten 2000 ist eine Lieferung zu Weihnachten garantiert. Kriegt ihr ja auch raus, wenn ich das mitbekommen habe. Also ich habe noch keine Bestellbestätigung. Ach so, okay. Ich dachte, das hätte ich heute irgendwo im Forum gelesen. Aber kann auch sein, dass ich mich getäuscht habe. Ich kann live in mein E-Mail-Postfach gucken. Hey, ich glaub's dir. Aber ich habe heute noch nicht reingeguckt. Also. Nee. Okay. Dann, dann wisst ihr jetzt alles zurück. Bescheid und Dennis hat, glaube ich, auch angedeutet, dass Steffen da vielleicht nochmal irgendeine Möglichkeit findet, die Enttäuschung zu lindern, was er damit meint, sei dahingestellt. Und Stefan, du hattest recht, bei der zweiten Auflage von Tears bei dem News-Item stand das mit dabei. Es steht nur nicht in der Headline, deswegen habe ich es auch nicht gefunden bei der Recherche heute. Gut. Okay. Hätten wir das geklärt. Jetzt kommen wir aber wirklich zu Tears 2. Ja. Dann leg mal los. Ja. Gesamter Eindruck. Jetzt vielleicht erstmal vorher, wie ist euer Stand zu Tears 1 und wie fandet ihr Tears 2? So, sollte man, glaube ich, einen kleinen Disclaimer machen, wo zweiten Teil nicht gesehen hat. Wir spoilern jetzt erstmal nicht. Das sag ich mal, weil sonst versteht man ja die Hälfte nicht. Also okay. Wir werden jetzt praktisch das ein bisschen aufsplitten. Das ist ein bisschen wie, ich sag mal, ein bisschen Kino Plus-Style. Wir reden jetzt erstmal spoilerfrei. Gesamteindruck Tears 2, dann wird es um den ersten Teil gehen, dann werden wir dann spoilern. Und dann wird es um den zweiten Teil gehen, da werde ich mich ausklinken, weil ich den noch nicht gesehen habe. Und werde dann, also den zweiten Teil von Tears 2, damit das jetzt nicht missverstanden wird. Und werden wir dann natürlich auch spoilern. Also du nicht, aber Stefan. Also ich nicht, aber die anderen. Also ich auch nur, wenn er mich versteht. Das, was von Stefan noch hörbar ist, ja. Die anderen sind schuld, also Hate-Mails bitte an mental@bonjour oder so ähnlich war das ja, ne? Egal. Bonjour.de, ja. Ja. Da bitte gern Hate-Mail. Bitte? Da bitte gern Hate-Mails hin. Ja. Nicht zu uns auf alle Fälle. Also Flo, welche Erfahrungen hast du mit Tears allgemein vorher gemacht und wie fandest du das, was du von Tears 2 gesehen hast? Also, was Tears angeht, also das originale Tears 1 habe ich nie in seiner Gänze gesehen. Ich habe das mal irgendwann angefangen, weil ich es dann nachholen wollte, hat mich aber relativ schnell auch irgendwie nicht angesprochen, weil es einfach, also allein das Setting ist irgendwie nicht ganz mein
mein Thema. Ich bin kein großer Freund von Zombies. Ich finde die eigentlich immer langweilig und irgendwie das, die ganze Welt fand ich jetzt nicht so geil und auch dieses Chaos, was ja viele Leute dann auch feiern an Tears 1, ist nicht so, also das bietet mir nicht so viel Unterhaltung, wie es vielleicht anderen Leuten Unterhaltung bietet. Und also das, ja, wie gesagt, aber ich kann zu Tears 1 nicht so viel sagen, weil ich eben, wie gesagt, auch nur einen ganz kleinen Teil davon gesehen habe. Hab dann jetzt natürlich, achso, nee, warte, genau, es gibt ja noch was, nämlich dieses Tears Stories, was es mal zwischenzeitlich gab mit Echo Times Island, das habe ich komplett gesehen. Spoiler. Fand ich auch zumindest den zweiten Teil sehr gut. Ja, es ist ja auch im ersten Teil kommt es ja relativ schnell raus, dass es da in der Tears-Welt spielt, aber egal. Und ja, also das habe ich komplett gesehen und dann habe ich mir natürlich auch pflichtbewusst, wie ich bin, die vier Teaser und quasi Zusammenfassungen, Mini-Zusammenfassungen zu den einzelnen Charakteren von Mara angeguckt, die sie geschnitten hat. Vorher die fand ich übrigens auch sehr schön gemacht. Die fand ich auch gut gemacht, ja, das wollte ich auch gerade eigentlich noch sagen. Ah, okay. Aber okay. Egal. Und ja, also die habe ich dann gesehen, die kam ja auch direkt vorher nochmal, da habe ich die auch nochmal komplett in ihrer Gänze geguckt. Und hab dann, also was den ersten Teil, oder beziehungsweise was den Eindruck angeht von Tears 2 jetzt, ich kann nur das sagen, also ich habe wie gesagt den zweiten Teil von Tears 2 noch nicht gesehen, den ersten Teil vom Freitag, den 14. glaube ich, habe ich gesehen. Und da kann ich nur sagen, das fand ich extrem gut. Also hat mir richtig viel Spaß gemacht und das lag aber vor allen Dingen, glaube ich, also ich glaube, da gab es zwei Faktoren, die das ganz besonders spaßig für mich gemacht haben und ganz besonders unterhaltsam. Zum einen, dass die Jungs selber und Hauke da zumindest für meinen Anschein, also hat es auf mich den Anschein gemacht, dass die da extrem viel Spaß hatten, selber auch richtig Bock hatten, das zu machen und das hat sich dann auch auf mich als Zuschauer übertragen und zum Zweiten einfach diese Atmosphäre, dieses, wir gucken das jetzt hier in der Gruppe und dann kommt hier und da mal ein dummer Kommentar oder so, auch von dem einen oder anderen, auch vielleicht von den Leuten, die es gucken, das hatte ich, also diese Atmosphäre, diese Live- Zuschauer-Atmosphäre in einer größeren Gruppe und alle haben Spaß. Das hatte ich irgendwie gefühlt schon länger nicht mehr und das hat einfach eine Menge Spaß gemacht. Für den Großteil der Show. Das ist erstmal mein Eindruck dazu. Super. Ja. Stefan, wie ist bei dir? Ja, also ich habe es allein geschaut, aber ich kann dem voll und ganz zustimmen. Die Stimmung am Tisch, die ist zu sehr auf Running Gags rumgeritten und ja. Ja, und nicht so übertrieben. Ich hatte da schon eine größere Befürchtung. Und die Story war ganz gut. Ich bin jetzt auch nicht so der größte Tears-Fan überhaupt, aber hat alles gut gepasst. Ich fand auch schön. Die miesen Schweine. Also, die hat nicht gefallen. Doch, aber ihr sagt ja, ich glaube, ich bin von uns allen der größte Tears-Fan, also Tears 1. Ach so. Ach, ja. Das mag sein. Ja, also ich muss zunächst sagen, zu den Zusammenschnitten fand ich okay, ich fand es gab aber auch schon bessere. Aber sie haben die Story ganz gut zusammengefasst, dass man auch nochmal im Kopf hatte. Und ich denke auch, wenn man es nicht gesehen hat, ganz gut verstanden hat. Ja, also da sehe ich überhaupt keine Probleme, dass man reinkommt, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat. Ja, doch. Also ich habe das zusammen mit mehreren Leuten geguckt, unter anderem jemand, der das nicht gesehen hatte und der dann die ganze Zeit quasi nach der, also was heißt die ganze Zeit, aber der dann nach der Relevanz verschiedener Charaktere gefragt hat. Okay. Warum die so wichtig sind. Also warum ist Pavian Döhler jetzt so wichtig? Oder so. Also quasi dem fehlen dann die emotionalen Bedeutungsbezüge so ein bisschen, wenn du das gar nicht gesehen hast. Ja. Das würde ich auf alle Fälle sagen. Ich fand's insgesamt auch ganz gut. Ich fand's ein bisschen, ich hatte mir was anderes vorgestellt. Ich hatte gedacht, die Story ist ein bisschen weitschweifender und
bisschen tiefgründiger vielleicht. Also, und mir war auch lange da nicht klar, was jetzt eigentlich quasi das Endziel dieses Abenteuers sein soll. Da also können wir ja Flo mal fragen. Flo hat ja den zweiten Teil nicht gesehen. Weißt du, oder hast du eine Vorstellung, was wo es zum Ende hingeht? Ja. Ich habe keine Ahnung, das ist mir auch scheißegal. Also das, das war mir wirklich total unwichtig. Ja, aber interessant, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst. Dann weiß ich es nicht. Ich weiß nicht mal, worum es im ersten Teil ging. Ich fand es einfach nur cool. Okay. Flo fand nur die Urin-Gags lustig, oder wie? Na, also die Gags fand ich lustig. Ich fand, wie gesagt, ich fand einfach diese Stimmung, die sich da gebildet hat, die sich auf mich übertragen hat, das hat mir halt so einen Spaß gemacht und ich habe oft gelacht und das war mir halt dann persönlich wichtig. Also mir ging es da wirklich nur um den Entertainment-Faktor und nicht irgendwie um die Story oder Handlung oder irgendwas. Weil wie schon gesagt, die Welt selber finde ich total uninteressant und irgendwie doof und deswegen, das gibt mir nichts. Wenn wir mal jemanden rauswoken sollten, stimme ich für dich. Ich bin da auch, ich wollte auch noch eine Sache sagen, eigentlich, die mich gestört hat, die wahrscheinlich mir noch mehr Hass einbringt. Ja, bitte. Und zwar fand ich es zu lang. Den ersten Teil, weil, also ich versuche mal meine Position zu erklären. Es ist der so, dass ging ich. Nicht so lang. Der zweite ist noch länger, ja. Ja, klar, das ist aber auch eine andere Voraussetzung, deswegen versuche ich das jetzt zu erklären. Okay. Für mich ein ganz normaler Arbeitstag. Ich war halt Freitag arbeiten, logischerweise ganz normal. Und bin auch niemand, der jetzt irgendwie Freitag verkürzt arbeitet oder so, sondern ich habe ganz normal meine 8 Stunden Arbeit. Bin dann halt meistens auch schon relativ kaputt und dann gucke ich halt Rocket Beans TV Game 2 und was danach kommt, je nachdem, ob es mich interessiert oder nicht, aber Game 2 auf jeden Fall. Und wenn danach ein Pen and Paper kommt, dann bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn das 23 Uhr zu Ende ist, weil dann auch langsam die Konzentration nachlässt und ich weiß echt nicht mehr, die letzte Stunde, die war für mich mega schwer zu verfolgen, weil ich einfach wirklich nicht mehr ganz da war. Das lag aber auch so ein bisschen an der Story, fand ich. Also bei mir war da auch ein bisschen die Luft raus. Und deswegen habe ich dann hinterher auch gesagt, also ich hätte mir gewünscht, dass es 23 Uhr vorbei ist. Aber, und ich glaube, an dem Samstag wäre das nicht so schlimm gewesen, weil das ist halt ein Samstag und da habe ich den ganzen Tag frei und dann kann ich mich ausruhen und dann kann ich von 18 Uhr bis was weiß ich, wann das ging, dann gucken. Und ja. Ja, das ist ja jetzt eine individuelle Konstellation. Ich glaube nicht, dass die Leute sich beschweren. Mensch, wie kann der Flo nur so lange arbeiten? Nee, aber es ist schon interessant, die Beobachtung. Also ich irgendwann einfach die Konzentration beim Zuschauer verloren, wenn sowas lange geht. Unabhängig davon, was man vorher gemacht hat. Das hängt aber auch so ein bisschen von der Story ab. Also, ja, klar. Also, ich habe das bei mir auch beobachtet. Das war beim ersten Tears, auch bei den späteren Teilen. Der erste lief ja gar nicht. Den habe ich ja nicht live gesehen, sondern nur auf dem YouTube-Kanal entdeckt. Aber auch bei den späteren Teilen habe ich die Konzentration dann besser halten können. Vielleicht auch wegen den, meiner Meinung nach, nicht ganz. Also der Spannungsbogen hat sich für mich halt nicht ganz aufgebaut, weil auch nicht ganz klar war, was das letztendliche Ziel ist, worauf man dann mit diesem Abenteuer hinarbeitet. Oder was halt die Hauptquest quasi ist. Das war ja, also es ist eigentlich schon von Anfang an die Hauptquest, nur es kommt irgendwie nicht raus. Ich hab die finden das irgendwann und dann ist auch gut. Stimmt schon, man sieht nicht, oder man sieht sehr, sehr lange, wo es eigentlich hingehen soll. Kommt nachher im zweiten Teil wahrscheinlich ausführlicher dazu, aber hat sich schon von Anfang an angedeutet. Ja, nur es wurde eben nicht so gut rausgearbeitet, dass ich da als Zuschauer das auch verstanden habe und da dann mitkommen konnte, weil ich habe quasi immer nur darauf gewartet, dass dieser Teil endet und quasi der tiefgreifendere Teil anfängt. Der kam dann nicht. Gut, aber alles in allem fand man es alle wohl ziemlich gut. Vor allem wegen den Mitspielern und Spielleiter. Ja, also ich fand es insgesamt, kommt es für mich vom Unterhaltungsgrad, eben auch wegen den angeführten Punkten, nicht an den ersten Teil von Tears ran. Was auch relativ schwer zu replizieren ist, weil der erste Teil von Tears zum Teil auch einfach davon lebt, wie unerfahren die sind und dass sie gegeneinander spielen gegen den Spielleiter vor allem. Gegen den Spielleiter. Ja. Na gut, Nils ist immer noch gegen den Spielleiter. Das wird sich, glaube ich, auch nicht so bald ändern. Aber dass sie dann erstmal
Ja, und ich möchte möglichst heldenhaft vom Dach springen und schwupps liegen sie alle im Dreck. So Sachen lassen sich halt nicht so leicht replizieren. Also insgesamt würde ich sagen, ja, war gut, war okay. Kommt jetzt für mich aber nicht ganz ran. Ein Punkt, der mich auch persönlich gestört hat, ist, dass es so wenig Grafiken gab. Das war ja eine absichtliche Entscheidung, mehr oder weniger, wie ich Hauke verstanden habe. Mhm. Weil er gesagt hat, er wollte wieder back to the roots. Auch um so ein bisschen diesen Druck, jetzt was Besseres, Größeres machen zu müssen, ablegen zu können. Aber ich muss sagen, mir war es fast ein bisschen zu wenig. Das hat, weil Alvin macht ja schon immer schöne Grafiken. Ich habe das während des Abenteuers dann gemerkt. Es gab ja, glaube ich, so 2 oder 3 Grafiken nur von Gegnern. Also das hat mir überhaupt gefehlt. Die brauche ich nicht unbedingt. Wenn sie das da sind, ist schön. Aber ja. Das ist mir wirklich nicht mal aufgefallen. Doch, also wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ja. Mir hat das ein bisschen gefehlt. Zumindest so eine Übersichtskarte oder sowas. Ja. Oder, keine Ahnung, Hintergründe von verschiedenen Locations. Ja gut, aber das war halt, wie Hauke, also wie du gerade gesagt hast, Hauke gesagt hat, bewusste Entscheidung. Ja gut, aber mir musst du ja trotzdem... Ich meine nur, also das ist ja jetzt, kann man eben so und so... Nee, also grundsätzlich finde ich den Gedanken auch nicht falsch. Ich habe es nur gemerkt, dass ich das schöner finde, wenn so ein bisschen Grafiken dabei sind. Ja, muss jetzt nicht jeder einzelne Charakter irgendwie von der Bohne gespielt werden oder sonst irgendwas. Aber so ein paar Grafiken mehr hätte ich schon schön gefunden. Na gut. Ja. Oh. Haben wir noch was zum ersten Teil? Ne, war das jetzt überhaupt? Also ich dachte, wir sind noch beim Allgemeinen. Ach so. Ja gut. Wir können auch auf den Inhalt eingehen. Also ich weiß nicht genau, was man jetzt großartig dazu sagen soll. Ich habe ja schon gesagt, mir war es jetzt selber nicht so wichtig, worum es überhaupt geht. Ich habe mitbekommen, ja okay, am Anfang wurden sie halt überfallen, dann haben sie da dieses Lager und haben dann dort ihre Waffen ja dann noch oder ihre Ausrüstung ja wiedergefunden. Mit Ausnahmen. Und ja, also keine Ahnung, also wenn man jetzt wirklich mal grob die Handlung zusammenfasst, dann sind sie halt danach irgendwie auf so einen Bären gestoßen, mutierten und Eisbär. Eisbär, genau, mutiert. Da habe ich auch im Forum damals geschrieben, krass Lost Flashbacks. Ja, und, genau, und anschließend sind sie dann in so eine Bunkeranlage irgendwie rein, die es auch im Tier 1, glaube ich, schon gab. Und haben da am Ende dann gegen ein mutiertes Blöki gekämpft. Und stimmt, das war auch noch im ersten Teil, ja. Das ist alles so, das sind für mich so, das ist halt Rahmenhandlung, das war mir eigentlich völlig egal, mir ging es dann eher um die Momente so und um die Momente zwischen den Spielern, um die Gags, um das Quälen von kleinen Mädchen. Hier, das gefällt dir wieder. Das war halt lustig. Ja. Ja. Nee, ich fand das auch lustig. Und gemein. Ja. Ja, da ist halt Nils völlig eskaliert. Knebeln und Foltern von kleinen Mädchen, hätte ich sagen sollen. So kennen wir Geronimo Röder. Alles umbringen. Wie hat's euch denn, oder vor allem dir, Biene, hat's denn gefallen, dass die Charakter so krass geändert haben im Vergleich zum ersten Teil? Ja, also ich fand's bei Budis Charakter, also das war ja auch ein Grund für viele Lacher, deswegen finde ich es jetzt nicht ganz schlecht, aber ich fand das schon ein bisschen krass. Ja, das stimmt, bei ihm war es übertrieben. Ja, bei Budi merkt man ich aber auch, das ist ja auch so eine Entwicklung, die er durchgemacht hat innerhalb der Pen & Paper. Also er hat ja in Tiers 1, ich meine, so viel weiß auch ich, ja eher einen, ich sag mal, einen eher im Vergleich zu den anderen deutlich unscheinbareren Charakter gespielt, der jetzt nicht so hervorsticht. Und er hat halt irgendwie, glaube ich, da auch gemerkt, dass das irgendwie nicht so funktioniert. Also dass einfach das nichts ist, was den Leuten in Erinnerung bleibt. Und eigentlich ist er ja sofort ab dem zweiten Panel, wie wir ab jetzt, ist er ja eigentlich sofort in die komplett andere Richtung gegangen und hat immer versucht, möglichst markante Charaktere zu spielen, die irgendwie auffallen. Ja, aber jetzt nicht so penetrant. Also bei Beards, wie hieß sein Charakter da nochmal? Ich hab's vergessen. Tjark Kogonchan? Der war ja doch eher eine ruhige Natur, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, aber der hatte halt irgendwie einen Charakter, so einen richtigen, also so. Aber ja, das finde ich auch tatsächlich neben dem Butler bei Morton Manor auch die zwei besten Rollen, die er gespielt hat. Seine beste Rolle fand ich jetzt im aktuellen Funk Pen and Paper. Das ist, Aber das kann ich nicht ver- ja, ver- das,
Der geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung wie sein Tierscharakter. Ja, hat es auch hin und wieder Anleihen gesehen. Aber gut. Ja, nee, also das, aber ich wollte eigentlich auch noch sagen, ich finde ja, also wenn man jetzt mal Bully rausnimmt, also als ich das, man hat ja vorher diese Clips gehabt, wo sie auch drüber gesprochen haben, was sich verändert hat und so, was sich an den Charakteren verändert hat, Charakteren, meine Fresse, was ist denn los heute? Und ich hätte irgendwie wie gesagt, bis auf Bully, hätte ich bei allen noch eine viel heftigere Änderung erwartet, nachdem ich das gehört habe. Also Simon war auch schon krass unterschiedlich. Als dann letztendlich, okay, er hat plötzlich Klamotten an. Das war sehr krass. Ja, natürlich, stimmt, Simon auch noch. Aber also gerade zum Beispiel bei Ede habe ich halt erst gedacht, okay, das wird jetzt was komplett anderes, aber er ist ja im Endeffekt immer noch Stanley Balls gewesen. Auch wenn er jetzt sich anders genannt hat. Beziehungsweise, wie habe ich das formuliert? Joggende Mutter. Da hat nur noch der Kinderwagen gefehlt bei dem Outfit. Ja, das war ja nur optisch, ja. Ja, das stimmt. Ich finde aber tatsächlich die beste Veränderung, die aber trotzdem irgendwie super zum Charakter passt, hat Simon gemacht. Weil der war was komplett anderes, also Bürgermeister, aber war trotzdem noch irgendwie so dieser verrückte Schmorf drin. Das fand ich am besten. Vor allem selbstgewählter Bürgermeister. Also ja, er hatte nur behauptet, er wäre Bürgermeister. Nils hat irgendwie versucht, keine Ahnung, das Powerplay des Jahrtausends vorzubereiten mit seinen 1 Million Regenwürmern, hatte ich das Gefühl. Und ja, Ede war halt, ja, also glaube ich, eine relativ realistische Sichtweise, was da passieren könnte. Wobei man sagen muss, im Nachhinein haben die Beschreibungen natürlich nicht so ganz gepasst. Weil Ede hat ja irgendwas von irgendwelchen Zumba-Kursen und so erzählt, als gäbe es eine ganz normale Zivilisation. Das war ja gar nicht der Fall. Ja, stimmt. Das hat aber auch gleich klar, dass was die Leute in den Teasern gesagt haben, für In-Character genommen werden muss. Ja, na Gott sei Dank, die 1 Million Regenwürmer hätte ich nicht gern würfeln sehen. Naja. Ja, nee, aber trotzdem, also ich fand jetzt... Würfel, die Änderung fand ich übrigens gut mit dem Greenscreen-Würfelbrett. Das war cool gemacht. Das stimmt. Wobei das, glaube ich, gar keine Änderung war. Dieses Würfelding hatte ja schon immer diesen grünen Untergrund. Ja, aber das da jetzt eben die Gesichter... sehr gut. Die Gesichter einblenden von dem, der gerade würfelt. Ja, das fand ich auch sehr gut. Ja. Das muss man lobend hervorheben, hast du vollkommen recht, Stefan. Ja. Ja gut, ich würde sagen, ihr könnt ja dann mal zum zweiten Teil übergehen und ich würde mich jetzt praktisch ausklinken und mir die Ohren zuhalten. Aber bitte nicht lalala. Das mache ich auch ganz laut. Und ja, dann weiß ich nicht, ihr macht ja dann auch die Verabschiedung. Das heißt, ich klinke mich jetzt hier an der Stelle aus und verabschiede mich von unseren Die Zuhörer. Von deinen Zuschauern. Von meinen die Zuhörern, die nur irgendwie hier eingeschaltet haben. Oder? Die hören dich dann ja wieder in der Live-Ausgabe. Ja. Genau. Und genau, macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Ciao. So, Stefan, sind wir endlich allein. Juhu. Also die zweite Folge. Wie zweite gesagt, Folge. Zuerst wollte ich sagen, mir war es jetzt so gleich mal grundsätzlich. Ja, über 4 Stunden. Da hat für mich die Konzentration mehr nachgelassen wie im ersten. Wollte ich jetzt erstmal kurz loswerden. Du kannst mal die Story zusammenfassen. Ja, ich hatte gehofft, dass du das machst. So ganz habe ich sie nicht mehr drin. Also, Teil 1 endete ja mit Pavian Döhler in diesem Krankenwagen. Und einem jungen Mädchen, ich nehme an, das war dann Svea schon. Nein. Ne? Oder? Nee? Ich glaube. Nicht. Nicht? Na gut. Bekommst jetzt aber auch nicht mehr ganz zusammen. Aber auf alle Fälle diesem Krankenwagen hinterher zu der einen Stadt, wo sie vorher schon mal waren. War das Neuanfang oder? Genau, müsste Neuanfang gewesen sein. Ja, auf alle Fälle ist das jetzt von dieser einen Gilde quasi durchsetzt und militärisch und da treffen sie die eine hübsche Frau, wo Nils oder Ede? Einer von beiden niedergeschlagen wurde. Eddie wurde niedergeschlagen. Eddie wurde niedergeschlagen. Ja.
daraufhin treffen sie dann auf den Anführer in dieser Gilde. Ja, diesen General irgendwie. Genau, der ein ganz kräftiger Kerl ist und Ede schafft es, durch seine Heldengeschichten ihn zu überzeugen, wodurch sie dann an Waffen kommen in seinem Büro. Aber die Finsterlinge, gegen die sie am Ende des ersten Teils gekämpft haben im Bunker, fallen jetzt auch über Neuanfang her. Und deswegen müssen sie da fliehen. Es folgt ein etwas längerer Kampf gegen Finsterlinge mit einem Aktenordner. Stimmt. Als sie gerade im Fluchtauto sitzen und sie verfolgen die Spur des Krankenwagens weiter. Sie kommen dann... Was passiert als nächstes? Sie kommen an diese Hütte von genau. der... Genau. Ja. Von dem Winterkorn, oder? War das... Nein, halt. Es war die Hütte, wo sie ursprünglich Fabian Döhler gefunden hatten. Im Platz 1. Ja, aber war das jetzt das, wo die Frau drin war, wo sie sich so komplett bescheuert angestellt haben? Oder war das die, wo die Fallen davor waren, oder? Oh Gott. Also, es gab auf alle Fälle mehr oder weniger da in diesem Wald, auf diesem Waldabschnitt, drei Abschnitte. Es gab ein Haus. Ich krieg's jetzt reihenfolgentechnisch nicht mehr ganz zusammen, weil es war auch viel Input über zwei Tage. Es gab ein Haus, da hat eine geistig zurückgebliebene junge Frau gewohnt, die mit der Dame aus dem ersten Teil, die ihre Mausi wieder haben wollte, die Ratte irgendwie verwandt war. Ja, Schwester, Tochter, irgendwas. Durch Bedrohung mit Katana, rein- und rausklettern von dem Fenster so durcheinander gebracht haben, dass sie mit ihr gar nichts mehr machen konnten und knallhart gescheitert sind an dem Standort. Dann gab's dann waren sie bei der Hütte, wo der Krankenwagen davor stand. Und da haben sie dann Aufzeichnungen gefunden, die halb bekannt waren. Das war die Hütte, wo Pavian Döhler im ersten Teil aufgetaucht ist. Genau, ja, das waren Aufzeichnungen von Winterkorn, die sie da gefunden hatten. Und auf dem Weg dann zu dem Besprühungsturm aus dem letzten Teil von Tiers 1. Ja. Kommen sie dann noch an dieses Lager, wo die Fallen sind und Geronimo Röder sich am Bein verletzt hat. Mhm. Ein bisschen. Dann der große Showdown findet an diesem Besprühungsturm statt. Erst haben sie einen großen Bosskampf gegen Jörn, glaube ich. Irgendwas mit J. Ja. Und der ist relativ anstrengend auch gewesen. Und das lag daran, dass der eben mutiert war. Also innerhalb kürzester Zeit mutiert. Wie sie hinkamen, war er noch nicht mutiert. Genau. Also das ging auch dann sehr schnell. Ja, quasi kurz vor dem Kampf oder am Anfang des Kampfes direkt mutiert. Und es stellt sich dann heraus, dass Svea, die mittlerweile 12, ich weiß nicht, diese Zahl wurde rumgeworfen, war sie am Anfang 8? Ja, kann hinkommen. Ich weiß gar nicht, ob Hauke das explizit gesagt hat, wie alt sie ist. Aber also auf jeden Fall. Ich glaube, sie haben sie irgendwann mal gefragt, bestimmt, wie alt sie ist. Auf jeden Fall immer noch im Kind. Immer noch nicht okay, dass man sie einfach so umbringt. Das muss ich sagen, aber okay. Na gut. Soweit sind wir aber noch nicht. Ja. Also es kommt auf alle Fälle raus, dass Svea mit Fyodor Edin gemeinsame Sache macht und wir erinnern uns an Good Times Island. Fyodor Edin, der Erfinder des Tiersvirus, hat ja die Absicht gehabt, die Welt zu reinigen. Typischer verrückter Wissenschaftler eben. Euthanasie, Eugenics-Gedanken. Ja. Oder einfach bösewicht im James Bond. Ja gut, also auf alle Fälle sehr krasse Intentionen. Alle, die ihm nicht passen aufgrund von XY, sollen sterben. Und er möchte eine neue, bessere Welt mit den übrig gebliebenen Puristen aufbauen. Das hat dann aber durch die Jungs in Tiers 1 nicht so geklappt. Jetzt hat er sich mit Svea zusammengetan und Pavian Döhler geklaut, weil Pavian Döhler einen Reinvirenstamm
in sich trägt, trug und sie damit das Super-Tiers-Virus, was noch viel schneller wirkt, basteln konnten. Genau. Theodore Eddin stirbt dann, ich weiß gar nicht mehr genau wie und warum. Und mit Svea kommt es dann zum Show-Off auf der Spitze von diesem Turm, wo sie dann eine Maschine hat, in die Pavian Döhler eingespannt ist und gerade dabei ist, das zu betätigen, als sie von den Jungs erschossen wird. Aber sie müssen sich dann entscheiden, retten sie den Affen oder retten sie die Menschheit. Ja. Und sie haben sich für den Affen und die Menschheit entschieden, aber doch ein bisschen mehr für den Affen. Ja. Und da kann man auch gleichzeitig sagen, da hat Hauke, was wäre, wenn du ein komplett gutes Ende überhaupt des Folgens gehabt. Genau, und das wäre eben auch mein Kritikpunkt, weil ich das, also das ist klar, dass das so sein muss, weil er die Geschichte in diese Richtung zwingen muss. Genau, sonst würde er jetzt gar keinen Sinn mehr machen. Weil er sonst Logiklücken in seinem eigenen Universum aufmacht. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass die Möglichkeit gar nicht gibt. Also natürlich braucht es das. Ich glaube nicht mehr, dass es unbedingt für Beards braucht. Beards spielt doch viel später. Nee, ja, Beards spielt viel später. Es könnte ja auch sein, dass der Virus durch Zufall irgendwie... Ach so, ja, okay. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Ja. Aber er braucht es auch für weitere Tiers-Teile, dass das Virus noch gibt. Ich fand es aber ein bisschen schade. Also ich hatte dann eigentlich gedacht, nachdem das Ende, dass sie es einfach nicht geschafft haben, weil sie zu lange rumgemacht haben. Aber dass es gar nicht ging, das zu verhindern, war ein bisschen schade. Ja, da also finde ich auch. Vor allem, sie waren ja die ganze Zeit, was ja teilweise auch kritisiert wurde, schon recht overpowered. Genau. Die das Charaktere. Und dann... packen es am Ende doch nicht, die Story, zu gewinnen ist jetzt das falsche Wort, aber eben zu einem guten Ende zu führen, also irgendwie ist es in sich nicht so ganz stimmig gewesen, finde ich, so am Ende hin. Ja, es hat auch so ein bisschen zu abstrusen Situationen geführt, zum Beispiel, gut, da konnte Hauke jetzt nichts dafür, dass Blöki war, aber am Ende des ersten Tages, dass Blöki... was weiß ich, wie viel HP hatte und das Schaf stand so 5 Minuten schon in Flammen und hat trotzdem noch gelebt und hat so und so viel schon abgekriegt, dass man eigentlich, also ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt ein bisschen stark für ein Schaf. Ja, das war bei im Verhältnis dann zu dem Monster, Jan oder Jörg oder wie hieß, war Blöki auch viel zu stark dargestellt. Ja, insgesamt gab es in beiden Teilen wirklich schon krasse Balancing-Probleme bei den Charakteren, fand ich. Ja, war halt das Problem, dass sie da einfach die Charakterbögen aus dem ersten Mal übernommen haben. Ja, das war ein Kritikpunkt, was ich auch an dem Abend gehört und auch zwischendreimal im Forum gelesen habe. Ist, dass Hauke inkonsistent ist, was es bedeutet, Proben zu erschweren. Dieses Mal hat er es so gemacht, dass... Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ja, pass auf. Ja. Früher war es so, dass du hast ja diese 3 Würfe, die du machen musst. Genau. Sagen wir Charme, Intelligenz. Mhm. Und dann hast du auf das Talent dann noch zusätzlichen Punktwert, mit dem du dann die Würfe ausgleichen kannst. Und früher war es halt meiner Meinung nach immer so, dass die Erschwerung dann von diesem Ausgleichspunktekonto einfach abging. Wie sie es dieses Mal gespielt haben, war ja aber, dass es bei jedem Wurf der Wurf erschwert ist. Also bei den 3 Würfen jedes Mal, wenn es um 5 erschwert war, musste man... Da bin ich jetzt aber nicht mehr sicher, ob es beim ersten Teil so war. Also ich meine schon, weil mir kam das sehr fremd vor mit dem, dass das jedes Mal abgezogen wird. Okay, also ich kenne das vom DSA-Regelsystem her, wovon dieses System ja sehr inspiriert ist und ich habe es nicht mehr gespielt, aber ich meine, da ist auch so, dass der Wurf erschwert wird. Deswegen würde es mich wundern, wenn es erstmal anders ist, aber ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer. Ist nicht mehr. Also ich meine, das wurde auch kritisiert. Okay. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgecheckt explizit,
Aber ich fand das auch ein bisschen... Ja, das ist halt schwierig. Die Charaktere sind jetzt halt eigentlich viel zu stark für die Welt, in der sie sind. Auf jeden Fall. Das ist auch der größte Kritikpunkt am ganzen Abenteuer, den ich habe. Deswegen muss Hauke denen ja 1000 Finsterlinge entgegenschießen. Ja, also passiert dann nichts. Genau, es war irgendwie von Anfang an viel zu einfach für sie. Ja, und was ich dann eben auch schon ein bisschen angedeutet hatte, war eben, dass mir lange nicht klar war, dass das Endziel dieses Abenteuers ist, Pavian Döller zu retten. Ja. Ich dachte, die finden den jetzt halt gleich wieder und dann geht das richtige Abenteuer los. Das wurde mir auch erst kurz vor Schluss klar, dass er eigentlich wirklich das ganze Abenteuer nur hinter dem Affen hergerannt sind. Ansonsten, gar keine. Ja, also das meine ich eben. Mir hat da ein bisschen die Tiefe gefehlt. Genau. Es war trotzdem unterhaltsam. Flo hat auf jeden Fall gesagt, wir haben viele gute Gags dabei. Aber diese Tiefe, das habe ich ja auch schon in der vergangenen Folge gesagt, bei diesen mehrteiligen Tears und Beards hatte man halt eine große Heldensage mit vielen Irrungen und Wirrungen quasi und das war jetzt halt nicht so. Ja, genau, also ich finde auch so von der Story her war es jetzt nicht so geil dafür von den Spielern her, auch an beiden Tagen, also man hat da, also ich fand auch am zweiten Tag keine große Müdigkeit oder sonst irgendwas gespürt bei den vier beziehungsweise fünf. Ja. Oder fandest du, dass sie da signifikant irgendwie Hauke hat es ja ein paar Mal gesagt. Ja gut, ich glaube, für ihn ist es auch am anstrengendsten von allen. Wäre mir jetzt nicht krass aufgefallen, finde ich nicht. Ich finde es ein bisschen schade, gerade auch, weil das ja das Regelwerk ist, was man unter anderem mitkauft, jetzt was neu in dem Regelwerk mit drin ist, auch gedruckt. Auf der anderen Seite kommen da auch so ein paar Fragen bezüglich des Regelwerks noch mit auf. Zum Beispiel, wie man die Signifikanz von Swayer irgendwie erklärt, wenn man halt mit neuen Charakteren einfach dieses Abenteuer isoliert spielt. Macht das gar keinen Sinn. Oder warum die jetzt den Pavian Döller so toll finden und ich wollte gerade sagen, also Svea ist so einfach als Bösewicht oder so, das funktioniert auch, aber so ist Motivation eben, den Pavian wieder zu bekommen, ist schwierig zu erklären für jemanden, der Teil 1 kennt. Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass in dieses Svea-Mysterium nicht langsam mal ein bisschen Fahrt kommt. Also warum sie das überhaupt macht, wie ein 8-jähriges Mädchen schon zu sowas kommt. Ja. Also die Idee, die bei der Rudelkuck-Runde, bei der ich war, in den Raum geworfen wurde, war, dass Fyodor Edin ihr Vater sein könnte. Das war aber schon am ersten Abend. Und so wie Edin über sie gesprochen hat, scheint das nicht der Fall zu sein. Oh, da bin ich jetzt... weiß jetzt nicht, inhaltlich. Also er hat ja nicht irgendwie gesagt, ja, meine Tochter, sondern irgendwie das Mädchen ist total verrückt. Und das wäre dann schon irgendwie sehr im Nachhinein reingeschrieben. Da hätte ich andere Interaktionen erwartet. Also, desto länger man diese Story aufrechterhält, ohne die Hintergrundmotivation von Svea zumindest so ein bisschen anzudeuten, desto unglaubwürdiger wird halt auch alles, was sie macht. Das ist... ja, also es war ja schon progressiv, also bei dem letzten Teil von Tears 1, was ja schon so, wo viele dann etwas verwirrt waren, warum die 8-Jährige jetzt böse ist und hier manisch lacht. Ja. Ich hatte gedacht, vielleicht gibt es da auch ein bisschen Aufklärung in die Richtung. Ja, stimmt. Das kam ja bei Tears 1 schon ein bisschen aus dem Nichts, dass sie auf einmal die Böse ist. Hatte bis jetzt eigentlich immer die Vermutung, dass Hauke da noch irgendwas in der Hinterhand hat, was erklärt, warum sie so ist. Was jetzt nicht ist, sie ist in Wirklichkeit 32 und Zwerge. kleinwüchsig, Entschuldigung. Sind ja keine ist ja kein Fantasy. Ja, aber sie könnte ja eventuell mutiert sein durch irgendwelche anderen Virusversuche oder so. Aber dann wird's aber auch gut. Ich meine, es geht um Zombies, das ist abstrus. Ja, aber das wäre eben sowas, wenn man das noch ein bisschen mit
was zu der bestehenden Welt noch was hinzugefügt hätte, ein paar Storystränge aufgelöst hätte. Das wäre, glaube ich, was das aufgefüllt hätte, was mir gefehlt hat. Ja, aber vielleicht kommt es ja noch. Das ja fast, gut, aber das waren ja jetzt 7 Stunden, da hätte man ja auch was reinschreiben können. Ja, hätte man. Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Die ganze Tierstory ist ja auf jeden Fall unterschlossen. Nee, ich hoffe aber, man kauft Zacharias Bergmann irgendwann ein paar Windeln. Wie hat's dir denn gefallen mit den 2 Abende in Folge? Ich hab den zweiten Teil auch erst dann, weiß gar nicht, sonntags oder montags als VOD gesehen, weil ich samstagsabends nicht konnte. Das heißt, ich hab die Erfahrung so bei der anderen Folge nicht. Ich habe beides live gesehen tatsächlich. Ja. Und ich muss sagen, also das mit der Zeiteinteilung bei Pen und Paper finde ich irgendwie schwierig. Ich finde es aber auch schwierig, das auseinander zu dividieren von dem Spannungsbogen, den ich was meinst jetzt mit schon Zeiteinteilung? 5 Millionen Mal erwähnt habe. Tut mir leid. Ich habe ja schon gesagt, diese 3 Stunden sind mir immer zu kurz, um eine Pen and Paper Handlung zu erzählen. Jetzt hat man ja 3 Stunden und 4 Stunden oder irgendwie sowas in den Dreh. Mhm. Und das finde ich an und für sich gut als Dauer. Ich finde aber, in der Zeit hätte man ja quasi so ungefähr 1,5 Mal die Story von einem Tierspart erzählen können. Und dafür ist mir ein bisschen wenig passiert in der Zeit. Mhm. Nee, ich meine jetzt so überhaupt, dass die 2 Folge, also ja, das, zu also viel, das, zu wenig, okay. Ich finde es okay, wenn das die Methode ist, wie man längere Abenteuer spielen kann. An und für sich ist mir aber auch ein bisschen zu viel, weil du musst dir dann quasi das ganze Wochenende so ein bisschen dafür einplanen, dann geht das bis 0 Uhr, dann redest du noch ein bisschen, dann schläfst du vielleicht ein bisschen länger Samstag früh und Samstagabend geht's dann schon weiter. Also es ist schon zeitintensiv, das sehe ich schon auch. Das auf jeden Fall, man hat's ja auch, glaube ich, an den Quoten, müssen wir samstags im Verhältnis zum Freitag gebrochen sein. Achso, ja, was man da auch erwähnen kann, ist, dass die Uhrzeit ein bisschen unglücklich war, weil ich im näheren Umfeld ein paar Leute hatte, die dann gesagt haben, ja, so im letzten Moment mitgekriegt oder verpasst, dass es schon um 18 Uhr losgeht. Also viele sind, glaube ich, auch von 20 Uhr als Startzeit für den Samstag ausgegangen. Es hat ja aber schon um 18 Uhr angefangen. Ich habe deswegen ja auch extra noch mit dem Beanstalk getweetet. Jetzt geht's los, liebe Leute, jetzt. Für die paar Leutchen, die uns folgen auf Twitter. Mhm. Ja, also das war vielleicht was man noch ein bisschen deutlicher hätte sagen können. Ja, okay. Aber jetzt so grundsätzlich würde ich auch wieder dir anschauen, wenn es gibt, so ein Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten Teil dann direkt ganz gucken würde, tatsächlich. Also mir gefällt diese Taktung, wie sie früher war. Einmal also im Monat, alle 4 Wochen. Einmal im Monat und dann aber 4-5 Stunden. Okay. Das hat mir bis jetzt so am besten gefallen, diese 2,5 Stunden. Bei Animal Squad funktioniert es gut. Bei Hauke Pen and Paper habe ich immer das Gefühl, da passiert dann nicht so viel aufgrund der Zeit. Wie es halt früher war mit den längeren Abenteuern, weil da auch mehr Zeit da war. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das dann nicht ein bisschen, das ein bisschen verklärt, die alten Abenteuer, aber ich weiß, was du meinst. Ja, so also wie gesagt, ich kann das, glaube ich, nicht ganz auseinandernehmen. Ist ja auch bei so Morrigan Manor, das ist ja, ich glaube, so im Schnitt das beliebteste bei allen Zuschauern ist, so rein auf die Story runtergebrochen, viel passiert da auch nicht. Ja. Also beim ersten zumindest. Aber ich hatte tatsächlich bei Morrigan Manor auch das Gefühl, dass beim ersten Teil, dass sie da nicht viel geschafft haben. Also nicht, dass ich nicht unterhalten war, das überhaupt nicht. Aber dass wenig Story-Fortschritt da war. Jetzt nicht extrem wenig oder viel zu wenig, aber weniger und mir persönlich ein bisschen zu wenig. Ja, okay. Das ist dann aber vielleicht auch eine Eigenheit des Pen and Papern. Das ist, ist dann eben so. Also durchaus alles möglich. Ja. Das, wir reden ja nur von unserem eigenen Geschmack. Ja, klar. In der Regel. Naja, gut. Dann sind wir durch. Würde ich auch sagen. Hast du noch was zu sagen zu Tiers 2? Irgendwas jetzt, wo Flo ist? Flo ist ein schlechter Mensch dafür, dass er Tiers 1 nicht mag? Nein. Er hat ja gar nicht gesagt, dass er es nicht mag. Er hat es nicht gesehen.
Na gut, auch dafür. Ja gut, dann verabschieden wir uns. Und freuen uns auf Tiers 3 hoffentlich. Ich nehme an, es wird was kommen. Ja, aber erst nach unserer Live-Ausgabe, auf die wir jetzt schon 3 hingewiesen haben. Erstes Januar-Wochenende, voraus ist nach die genauen Termine, gibt es im Forum oder auf Twitter. Oder wenn er jetzt nicht dabei ist, ist er selber schuld. Genau. Ja, genau. Dann bedanke ich mich bei dir und bei Flo natürlich. Genau. Und ich wünsche den Zuhörern noch einen schönen 4. Advent und frohe Weihnachten. Genau, frohe Weihnachten. Guten Rutsch. Ja, denn stimmt, wir hören nicht mehr dieses Jahr. Dann schließe ich mich dem an. Guten Rutsch, frohe Weihnachten und macht's gut. Tschüss.